Und somit würde ich gerne nochmals alle Anwesenden begrüßen bei diesem Online-Meeting am Jahresende, am Ende des Projektes Zentrum der Erneuerung des kulturellen Erbes. Es handelt sich um eine virtuelle Alternative der Abschlusskonferenz des Projektes. Im Zuge dieser Konferenz ist in Bemühung zu untersuchen, wie es mit der Problematik der Erneuerung des kulturellen Erbes in Tschechien und in Österreich aussieht und gute Beispiele der Best Practice zu suchen, darüber zu diskutieren, was wichtig ist, worauf man sich in Zukunft konzentrieren sollte und welcher Bereich vielleicht noch momentan fehlt in der Denkmalpflege auf beiden Seiten der Grenze. Diese Abschlusskonferenz hat das Ziel, einen Querschnitt zu schaffen über die Erneuerung des kulturellen Erbes, und als eines der wichtigsten Themen kam immer wieder die Frage auf der physischen Erneuerung, sprich die Handwerker, die Bautätigkeit und die immer weniger vorkommenden traditionellen Methoden der Verarbeitung, Methoden des Handwerks. Dadurch fehlen immer wieder die Möglichkeiten, auch Denkmäler so zu erneuern, wie sie auch entstanden sind. Und es ist ja das Ziel, die Denkmäler so zu erhalten, dass sie nicht allzu sehr modernisiert werden, dass man eben Technologien anwendet, die man bei der Herstellung, bei dem Bauaufbau verwendet hat. So viel zur Einleitung. Wir werden heute zwei Teile haben. Der erste Teil richtet sich auf das Handwerk und auf das Bauwesen. Das ist heute Abend, und morgen dann wieder ab 17 Uhr ist das Thema die Gemeinschaften und die Gesellschaften und das Erhalten des kulturellen Erbes und Erneuerung der Denkmäler. Ich werde den heutigen Block eröffnen, und wir beginnen mit unserem ersten Vortragenden aus Österreich. Das ist Josef Perger. Ich habe aus seiner Biografie herausgelesen, dass er sich auch viel mit Philosophie beschäftigt. Er praktiziert an der Uni in Krems. Er beschäftigt sich auch mit Veröffentlichungen, publiziert zu Themen Forschung und Weiterbildung, Planung und Steuerung des handwerklichen Trainings und Ausbildungs. Ich würde ihm nun gerne das Wort übergeben. Falls er sich noch gerne näher vorstellen möchte, kann er das gerne tun, und wir freuen uns auf seinen Beitrag. Ja, guten Abend, Dobri večer, wenn ich das richtig ausspreche. Ich freue mich über die Einladung zu diesem Treffen, und mein Thema ist genau das vorhin angesprochene. Mein Thema ist das Handwerk in der Denkmalpflege und das Handwerk in der engagierten, regionalspezifischen Architektur. Ich möchte von einer ganz einfachen These ausgehen. Sie lautet: Wenn wir den historischen Baubestand überall mit den gleichen Mitteln instand setzen, mit eben jenen Mitteln, die uns eine immer globaler werdende Zulieferindustrie anbietet, dann verlieren wir mehr, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Wir verlieren einen Teil der Eigenart solcher Gebäude. Denken Sie an die vielen Ersetzungen durch Stahl oder industriell gefertigte Holz- und Verbundwerkstoffe. Oftmals büßen diese Gebäude Schönheit ein, denn Not machte erfinderisch und fand zu besonders schönen Lösungen mit regional typischen Materialien. Und nicht selten verlieren wir auch Raumqualität. Stein, kalkbasierte Verputze, natürliches Holz, das sind Konstituenten von Raumqualität und weniger ersetzbar als gemeinhin angenommen. Dass man den angesprochenen Verlust an Vielfalt
aus denkmalpflegerischer, aus kulturlandschaftspflegerischer, wenn man das so ein bisschen sperrig sagen darf, aber auch aus architektonischen Gründen hintanhalten möchte. Ich glaube, das hat ein sehr breites Einverständnis. Beim Wie gehen die Meinungen auseinander und vor allem sehen sich die Planer, Bauleiter, Eigentümer in unterschiedlichem Maß den sogenannten Sachzwängen unterworfen. Das können finanzielle Sachzwänge sein, das können gängige Interpretationen von Bauvorschriften sein, das kann die mangelnde Verfügbarkeit von Material sein. Wir erleben das sehr oft beim Stein. Es gibt viele Steinbrüche nicht mehr. Aber öfter als vermutet ist es, und das wurde eingangs ja auch schon angesprochen, öfter als vermutet ist es die mangelnde Verfügbarkeit von für den Einzelfall geeigneten handwerklichen Partnern. Diese Not kennen engagierte Architekten ebenso wie leidenschaftliche Denkmalpfleger. Ich arbeite seit dem Jahr 2005 mit dem Architekten John Caminada, einerseits in der Lehre an der ETH und auch in vielen praktischen Projekten zusammen. Caminada ist nicht primär in der Restaurierung tätig, stets jedoch arbeitet er mit reflektierter Rücksicht auf den vorhandenen Baubestand und sehr gerne auch bei Neubauten mit adaptierten alten Techniken, zum Beispiel mit der des Strickbaus, die ihn auch sehr bekannt gemacht hat. Caminadas Auftraggeber überlassen ihm in der Regel die Wahl der handwerklichen Partner. Also das zusätzliche Problem von Ausschreibungswettbewerben gibt es da zumeist nicht. Und doch ist es jeweils nicht einfach, die passenden Partner auf der handwerklichen Seite zu finden. Es fehlt sehr oft an Partnern, die das Gesamtanliegen verstehen und die bereit sind, diesem Gesamtanliegen in den Details, also im konkreten Handanlegen, etwas zuzutragen. Dieses Fehlen hat einen Zusammenhang mit der Struktur handwerklicher Ausbildung, die in der Regel etwas einseitig ist und sehr oft techniklastig ist. Ein gut ausgebildeter Handwerker kann heute jedes technische Datenblatt lesen und beachten. Viel seltener sieht man die Fähigkeit, zum Beispiel natürliches Holz in seiner Eigenart und Brauchbarkeit zu beurteilen. Ein solcher Mangel zeigt sich dann einschneidend im Urteil darüber, was an Bauelementen ersetzt werden muss und was bleiben kann. Diese Grundgegebenheit kann man natürlich ebenso wie andere Mainstreams und Trends nicht leicht verändern. Allenfalls vielleicht durch Gegenbeispiele. Daraus entstand bei uns der Gedanke, eine eigene Ausbildung, eine Weiterbildung für Handwerker auf der universitären Ebene auf die Beine zu stellen. Wir haben das zusammen mit der Donau-Uni Krems und ganz konkret zusammen mit der Person von Dekan Christian Hanus gemacht, wo wir über Jahre hinweg
versucht haben, ein Curriculum genau für dieses Anliegen zu entwickeln. Unser gemeinsames Ziel war es, Handwerker so weiterzubilden, dass sie bei Projekten auf Augenhöhe mitwirken und mitreden können. Ganz konkret, wenn es um den Erhalt, um den Umbau oder eben auch um einen regionalspezifischen Neubau geht. Mitwirken und mitreden zu können, begründet eigentlich eine Sonderstellung des Handwerks im Bauprozess. Denn viele andere Teilnehmer am Baugeschehen können etwas analysieren, können etwas planen, können etwas berechnen, können etwas entscheiden, aber nicht selbst und nicht mit ihren eigenen Händen etwas tun. Ein doppeltes Mitwirken können ist eigentlich etwas sehr Wertvolles. Und ein solches Mitwirken können daran, wie etwas gemacht werden soll und dass es dann tatsächlich im Sinne der gemeinsamen Überlegungen gemacht wird, hängt natürlich nicht nur vom guten Willen ab, sondern wesentlich auch von Kenntnissen und Erfahrungen. Ich frage Sie, wenn Sie an eine Baustelle kommen, wie viele der dort tätigen Handwerker können das Gebäude, an dem Sie arbeiten, hinsichtlich des Alters einigermaßen treffsicher einschätzen? Wie viele können sich vorstellen, wer vor Ihnen an diesem Objekt gearbeitet, geplant, den Auftrag gegeben hat? Mit welchen Möglichkeiten diese Menschen ausgestattet waren und mit welchem ideellen Hintergrund? Wie viele von Ihnen kennen die Herkunft und Eigenart der verwendeten Materialien? Wer beherrscht im Notfall die alten Bearbeitungstechniken? Wer kann im Hinblick auf das Gesamtanliegen angemessen mitreden, wenn es um unvermeidliche Kompromisse geht? Und ich frage jetzt bewusst extrem, wäre es wichtig, dass ein Kunstglaser den Abt-Suchet und seine Lichtmystik kennt, die für die Entwicklung der berühmten, aber auch der weniger berühmten Glasfenster, ich nenne es Saint-Denis oder Chartres, den Anstoß gegeben hat? Ich lasse die letzte Frage natürlich besonders gerne offen, denn Wissen ist immer ein offenes Feld und erfolgreiches Handeln nur indirekt von ihm abhängig. Aber ein Interesse am breiten Wissen, gerade am Bau mit seinen vielen heterogenen Konstituenten, ist unverzichtbar. Wie erwirbt man dieses breite Wissen? Man könnte ganz einfach sagen, ja, auf dem Weg des Mitdenkens im Sinne einer guten Gesamtlösung. Diese Fähigkeit zum Mitdenken setzt bewusste Einübung in das Lösen von besonderen Beispielen voraus. Und dieses Mitdenken braucht Kenntnisse. Kenntnisse, die nicht Gegenstand von üblichen Unterrichtsfächern sind. Dort haben wir den Mangel gesehen. Ich nenne da nur einen Aspekt.
in Gestalt der Frage, unter welchen möglichen Hinsichten konstituiert sich die Einschätzung eines Gebäudes als wertvolle Bausubstanz? Was kann da neben dem Alter eines Gebäudes noch alles wichtig sein? Und welche Details sind dann wichtig? Solche Kenntnisse sind umso nötiger, je effizienter unsere heutigen Werkzeuge sind. Ein falscher Schnitt mit der Diamantsäge, aus praktischen Überlegungen gesetzt, kann wertvolle Substanz zerstören, aber auch einfach die Ästhetik einer Wand zerstören. Und die Bauaufsicht kann nicht ständig präsent sein. Der, der den Schnitt setzt, sollte die Tragweite seines Tuns im Auge haben. Die Folgen des eigenen Tuns abschätzen, im Guten wie im Schlechten, könnte, so schien es uns, und wir sind heute nach 7-jähriger Erfahrung mit dieser Ausbildung umso mehr davon überzeugt, könnte und kann das Gesamtziel einer Ausbildung sein, die die handwerkliche Grundausbildung ergänzt. Ich möchte ganz kurz auf das Programm eingehen. Es ist eine Mischung aus theoretischen und praktischen Fächern. Ich zähle zunächst einmal einfach auf. Es gibt da Kulturgeschichte, nicht chronologisch, sondern stets projektbezogen. Es gibt Einübungen in Projektbeschreibung. Es gibt oftmals nebenbei, aber auch direkt, Einübung in die interne und externe Kommunikation von Ideen und von Projektvorschlägen. Es genügt nicht, gute Ideen zu haben, sondern man muss sie anderen mitteilen können. Sehr wichtig ist uns die Kontextanalyse von Gebäuden. Sehr wichtig ist uns eine Schule der Formgebung, ebenso wichtig und geradezu als ausgleichender Part, die eigenhändige Realisierung von Formgebungsvorschlägen, die dann kommen in diesen Lehrveranstaltungen, von Seiten der Studenten her kommen. Und natürlich herrscht bei uns die praktische Auseinandersetzung mit traditionellen Materialien vor, aber durchaus eine Auseinandersetzung im Sinne des Wortes mit deren möglichen Ergänzungen durch neue Materialien. Und was bei all dem ebenso und fast permanent wichtig ist, darauf zu schauen, dass die Zusammenarbeit mit den Handwerkern anderer Disziplinen etwas ganz Selbstverständliches ist, und immer auch im Auge behalten wird. Wir benutzen auch an der ETH sehr gerne den Begriff Transdisziplinarität anstelle von Interdisziplinarität, um hier auch zu signalisieren, man hat einen Kernbereich, aber man ist bereit, über die Grenzen des eigenen Bereichs hinauszuschauen, man ist interessiert an dem, was andere tun. Ein ganz konkretes Beispiel. Der Straßenraum von Santa Maria in Valmistaya. Im Jetzt-Zustand, Sie sehen auf dem oberen Bild einen engen Straßenraum. Im Jetzt-Zustand kommt der Postbus auf der Hauptstraße zwischen den engen Häuserreihen kaum durch. Viele andere Fahrzeuge drängen ungeduldig hinterher und das Fazit seit Jahrzehnten ist das, dass der schönste bauliche Raum des Dorfes kaum bewohnbar ist. Es gab dann vor etwa einem Jahr eine Einladung an die Studentengruppe der Donau-Universität Krems, hier Vorschläge zu machen,
wie man mit diesem Raum umgehen könnte, sobald die geplante, die lange geplante Umfahrung fertig ist. Die Fragestellung war konkret: Wie kann der Straßenbelag aussehen? Wie können die höchst unterschiedlichen Fassaden, Eingänge, baulichen Vorsprünge, zurückversetzten Teile aufgewertet, mit angemessenem Aufwand restauriert und in den öffentlichen Raum zum Vorteil aller reintegriert werden? Was müsste man machen? Was kann man machen? Was könnte man machen? Detailanalysen sind da gefragt. Die Häuser sind zumeist alt, unterschiedlich alt und haben je eine eigene, oftmals besondere Geschichte. Der Stil ist regional geprägt, mit Formgebungen, deren Ursprung vor der Barockzeit liegt. Wo genau liegt der Ursprung dieser Formgebungen? Unter anderem in einer ländlichen Lebensform. Die zahlreichen ehemaligen Scheunentore, inzwischen zu großzügigen Hauseingängen geworden, zeugen von dieser Lebensform. Vergangenheit und Jetztzustand dieser Lebensform müssen unter vielfältigen statt einseitig technischen Aspekten betrachtet werden. Das ist Teil der Aufgabe. Und sie müssen erfasst werden, wenn es wirklich zu einer angemessenen, zu einer befriedigenden und nicht zu einer von oben her aufgestülpten Lösung kommt. Dieses Erfassen funktioniert selten über das Abarbeiten einer Checklist. Ungleich häufiger mit einem erhöhten Maß an Einfühlungsvermögen. Auch das ist kein Gegenstand von klassischen Ausbildungsprogrammen. Einfühlungsvermögen ist, wenn nicht erlernbar, wie manche meinen, so doch wesentlich förderbar. Dies vor allem durch Einübung in das plurivalente Verstehen von Situationen. Wir setzen für diese Einübung auch ungewohnte Mittel ein. Sie sehen auf dem Bild ein vernachlässigtes Haus an der Hauptstraße von Santa Maria in Valmistaglia. Darunter einen Vorschlag für ein Wandelement in regionaltypischer Technik. Und Sie sehen auf der linken Seite ein Gedicht in rätoromanischer Sprache samt Übersetzung in die dort übliche Verkehrssprache, also Deutsch. Was hat ein Gedicht mit einem Bauprojekt zu tun? Lyrik gehört zu derjenigen Sparte sprachlichen Ausdrucks, die ihr Werkzeug mit besonders feiner Klinge und im Hinblick auf ihr Ziel, nämlich die Beschreibung von Situationen, gekonnt und wohlüberlegt einsetzt. Wer diesen Einsatz versteht, kann ihn in anderen Gebieten, auch in sehr viel handfesteren Zusammenhängen, wiedererkennen und diesen Zugang vom groben Zugang unterscheiden. Vielleicht ist das Unterscheiden können von grobem und feinem die grundlegendste Fähigkeit, der wir alle zusammen mit den Handwerkern zuarbeiten wollen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Děkuji pěkně za příspěvek.
Ich danke für den Beitrag. Jetzt sehe ich, dass Herr Hanus sich meldet, aber er ist wieder verschwunden. Also die Diskussion machen wir dann zum Schluss des ganzen Blocks. Und jetzt würde ich Herrn Codera von dem Zentrum für Bauwesen in Plassey um sein Wort bitten. Ich bitte ihn, dass er uns die Tätigkeit des Zentrums vorstellt und die Historie, die Geschichte dieses Projektes. Es handelt sich so um einen tschechischen Versuch des Nationaltechnischen Museums, wie man diese alten Handwerke der Öffentlichkeit näher bringen kann und wie man das Wissen auch wieder vermitteln kann. Ich übergebe das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, man hört mich gesehen. Also nochmals danke für die Begrüßung und für die Einladung zu diesem Treffen. Und ich würde nun gerne unsere Zweigstelle vorstellen in Plassey. Und diese gehört zum Nationalen Technischen Museum. Sie kennen diese Institution vor allem natürlich durch die technischen Sammlungen, die in dem Hauptgebäude in Letná in Prag installiert sind. Ja, das Museum ist natürlich vor allem durch die technischen Sammlungen bekannt natürlich. Nichtsdestotrotz die Architektur und das Bauwesen, das ist ein Thema schon seit den Anfängen in dem Jahr 1908 und später. Da gab es schon 1910 die ersten Ausstellungen zu Architektur und Bauwesen in Hradčany und dies hielt sogar bis zum Zweiten Weltkrieg. Dann wurden die Sammlungen in das Gebäude in Validovna übersiedelt, aber dann sind sie leider im großen Hochwasser untergegangen, 2002. Von den überschwemmten Exponaten wurden einige gerettet. Es wurde später dann eben in Prag in dem Hauptgebäude noch eine Ausstellung trotzdem eröffnet. Aber zum Bauwesen, das ist eher am Rande erwähnt, auch aufgrund der räumlichen Möglichkeiten. Und hauptsächlich richtet man sich an die Architektur des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 2005, als im Nationalen Technischen Museum Martin Eppel als Direktor berufen wurde für Architektur und Bauwesen, wurde dann die Idee vorbereitet, das Bauwesen mehr zu präsentieren unter der Institution des Nationalen Technischen Museums. Die Inspiration und die Gründe, das waren mehrere, obwohl der wichtigste Grund war, dass das Technische Museum Bauelemente und Artefakte gesammelt hat. Eigentlich schon seit fast 100 Jahren, also die Sammlung war schon sehr groß, aber die Elemente waren in ungeeigneten Bedingungen gelagert, in verschiedenen Depositaren und sollten eben besser genutzt werden. Ein weiterer Input war dann die Anfrage seitens der Fachleute, vor allem der Lehrkräfte an Hochschulen. Das ist ein Blick in ein Arbeitszimmer, in das Arbeitszimmer von Dozent Michal. Er hat seine eigene Sammlung von Bauelementen und Konstruktionen, die er auch beim Unterrichten verwendet. Und dann auch die Aktivitäten von privaten, aktiven Personen, wenn ich das so nennen darf, die versucht haben, eben Bauelemente zu retten von rasant umgebauten Objekten in historischen Stadtzentren, Stadtkernen. Das ist ein Beispiel, ein Lager von Wladimir Blesk in Karlsbad, der über Jahre eben hier historische Bauelemente, Artefakte gesammelt hat. Dass hier tatsächlich diese Zugangsweise möglich ist, bestätigte uns der Zugang von Herrn Kollegen Bloch. Der hat in Grumau so eine kleine Ausstellung von regionalen Handwerken eröffnet. Und wir haben uns dann auch im Ausland umgesehen. Wir haben uns andere europäische Projekte angeschaut. Hier eine Übersicht aus dem Jahr 2008, wo wir auch die Inspiration im Ausland gesucht haben, wobei es dann drei Institutionen gab, mit denen wir engeren Kontakt hatten, die uns dann auch geholfen haben bei der Vorbereitung unseres Vorhabens. Das war vor allem das Bauarchiv in Deutschland, in Tierhaupten. Das Bauarchiv, da ist die Sammlung von Kollektionen der Bauelemente, die dann auch beim Unterricht
genutzt werden, Unterricht, wo es eben um Baumaterialien geht oder wo es auch genutzt wird bei Restaurierungsunterricht. Dieser Restaurierungsbereich, damit beschäftigt sich ja das bekannte Zentrum in Karthausen-Mauerbach in Österreich. Auch hier werden Bauelemente, Konstruktionen gesammelt. Und dann das belgische Zentrum im Zisterzienserkloster La Pédie. Das ist vor allem auch auf Ausbildung, Weiterbildung der Jugend und Kinder fokussiert, aber auch für Restauratoren gedacht. Und auch hier werden Materialien der Baukultur gesammelt. Und wie man sehen konnte, all die erwähnten Organisationen oder Zentren waren hauptsächlich in eben alten Klostern untergebracht. Und unsere Idee des Zentrums für Bauerbe sollte in die Richtung gehen, dass wir eben diese Herangehensweisen vernetzen in einer Institution, die unter der Dachorganisation des Museums, des Technischen Museums sein wird und eben diese Elemente und Bauerbe eben beherbergen soll. Das Konzept basierte auf drei Punkten, drei Elementen. Einerseits die Sammlung von Bauelementen, Konstruktionen, das haben wir Materialthek genannt. Dann wollten wir einen Raum schaffen für das Weitergeben von Erfahrungen, vor allem im Bereich des Handwerks. Wir nennen das Hof der Bauhandwerke. Eben das soll didaktisch dienen, aber auch für verschiedene Veranschaulichungen dessen, wie die einzelnen Handwerke eben funktioniert haben, auch für die Öffentlichkeit. Und der dritte Bereich, eben eine Institution für Dokumentation, Forschung und Präsentation der traditionellen Technologien. Unser Projekt sollte nicht nur auf Spezialisten fokussiert sein oder auf Fachleute oder Denkmalmitarbeiter, denn wir wollen auch diese Schönheit dieses Themas auch der Öffentlichkeit näher bringen und wir wollen dadurch auch das Interesse daran steigern. Wir haben die idealen Räumlichkeiten gesucht für die Umsetzung dieses Vorhabens und es zeigte sich, dass die Kloster wirklich etwas in sich haben, was ihre Nutzung in dieser Richtung eben ermöglicht. Natürlich ist es einerseits die Größe, die Größenordnung und wenn sie aufgelöst sind, sind sie auch relativ schwer weiter nutzbar und wir haben so Räumlichkeiten gefunden in Westböhmen, in Plassy, etwa 100 Kilometer von Prag, eben in einem ehemaligen Kloster. Die Gründe waren vielfältig. Es handelt sich vor allem um ein Areal, wo eine längere Entwicklung ist schon seit der romanischen Zeit, der romanischen Epoche. Die architektonischen Elemente und Konstruktionen sind hier anwesend. Es ist quasi wie ein Lehrbuch der Baukultur von der romanischen Epoche bis ins 19. Jahrhundert. Ein weiterer Grund war, dass es sich um ein eingestelltes Bauvorhaben handelt, denn das Areal wurde nicht fertig gebaut. Das heißt, man sieht hier auch auf dieser Folie, dass einige eben Wände quasi freigelegt sind, wo man eben die geschichtlichen Entwicklungen ablesen kann. Und das waren viele zwar auch relativ kaputte Objekte, aber doch sehr wertvolle Objekte dabei. Dieses Kloster wurde in den Hussitenkriegen sehr stark beeinträchtigt, vernichtet. Man sieht hier ein Bild von der Ruine am Anfang des 17. Jahrhunderts. Eine weitere Entwicklung war erst nach dem 30-jährigen Krieg. Da kam es zu einem großzügigen Ausbau unter Jean-Baptiste Mathé und Jean-Baptiste Sandini. Das Bauwerk wurde aber nicht komplett vollendet. Das Kloster wurde aufgelöst. Es wurde von Metternich gekauft. Es war dann eines seiner Güter, so eine Basis quasi und in seinem Eigentum war es bis zum Jahr 1945 und danach wurde das Eigentum vom Staat konfisziert und über die nächsten Jahrzehnte ist das Areal immer mehr verfallen und uns ist es gelungen, dann mit unserer Idee des Zentrums für Baukulturerbe eben das Areal zu gewinnen, zu bekommen und ab 2009 geschah dann die Erneuerung dieses kulturellen Erbes.
Hier sehen Sie die gelb markierten Gebäude. Das sind vor allem die Wirtschaftsgebäude, einschließlich der Brauerei und des Hofes. In der ehemaligen Brauerei haben wir Räumlichkeiten für Präsentation der Bauelemente und Konstruktionen geschaffen. Hier sehen Sie, wie es unlängst nach dem Zubau, also kurze Zeit nach dem Zubau in der Industrialepoche ausgesehen hat. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden einige ungeeignete Veränderungen durchgezogen. Und hier haben Sie schon ein Bild gesehen, wie es nach der Rekonstruktion aussieht. Und wir haben in dieses gesamte Areal genutzt, um hier eben die Bauelemente zu präsentieren. Mein Vorredner hat eigentlich schon beschrieben, was bei diesem Projekt so wichtig ist. Eben, wer kennt, der vernichtet nicht, steht hier geschrieben in diesem Portal. Das heißt, die Bauelemente, die oft von den Bauwerken wegen Unkenntnis eben entfernt werden, vernichtet werden, könnten oft weiter dienen. Und es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen. Das war unser Motto. Und die Ausstellung in der ehemaligen Brauerei ist über 5 Stockwerke verteilt. Ich gehe das nur schnell durch mit einigen Bildern. Wir beginnen von den Materialien her. Da wollen wir eben den Besuchern zeigen, dass sie aus der Natur stammen, dass sie anschließend eben bearbeitet werden, angepasst werden, sodass sie eben für die Bauwerke genutzt werden können. Das Bauwerk wird hier einerseits durch die Ausstellung präsentiert, wo es um Konstruktionen geht, Konstruktionen verschiedener Art, Wände, eben Wölbungen, Decken. Dann der Raum selbst sagt ja schon viel über die Geschichte aus. Also das ist auch sehr gut geeignet für die Education, für die Bildung. Beliebte Exponate ist zum Beispiel eine Baustelle und das dient eben auch zur Präsentation dieses Themas oder das Thema der Beheizung. Hier sind einige Exponate, die eben mit den Heizmethoden zusammenhängen, sind Modelle da, die zeigen sollen, wie sich eben die Heizmethoden entwickelt haben und es gibt auch einige Animationen dazu. Dann kommt der Bereich des Wassers, Wasser in Häusern, Wasserversorgung, Wasserversorgung und Wasserbeseitigung, sprich Abwasser. Und das Thema ist auch eben auch in der ehemaligen Brauerei, im Kesselraum. Hier wieder das Thema Decken und Böden, wo wir immer wieder auch auf die Struktur hinweisen, Putz, Wandputz, Verputzen, Fenster, Türen, Dachdeckung und abschließend den Schluss der Exposition bilden die Dachelemente, der Dachstuhl. Viele Ideen können hier ausprobiert werden, auch in spielerischer Form. Es gibt auch eine Ausstellung der Statik. Hier kann man interaktiv das komplizierte Thema der Statik sich anschauen und zu sehen, warum die Häuser eben so lange wirklich stehen bleiben. Einige Räumlichkeiten werden einerseits für Dauerausstellungen genutzt, zum Beispiel hier die Ausstellung, die Jan Kaplitzki gewidmet wurde, seinem Wirken und seinen Modellen. Dann gibt es Sonderausstellungen. Letzte Woche endete eine Ausstellung zum Thema der Bauzimmerer. Letzte Woche haben wir eine weitere Ausstellung abgeschlossen. Da ging es um historisches Schmiedewerk und Außenflächen dienen dann auch zur Präsentation von verschiedenen Architekturprojekten, die auch Preise gewonnen haben. Die sogenannte Materialthek, da sind verschiedenste Materialien aufgehoben. Das
ist dabei noch eher auch in Bearbeitung und in Planung. Viele Elemente wurden schon vorbereitet für die Präsentation, aber die wurden teilweise in den Ausstellungen genutzt. Und hier sind eben nur ein paar Einblicke in unsere Lagerräume. Der zweite Teil unseres Projektes ist der Wirtschaftshof. Da geht es um die Präsentation der Technologien. Hier ist dieser Bauhof, dieser Hof der Bauhandwerke. Das Areal ist als Denkmal wertvoll. Es sind hier zum Beispiel Wände noch aus der romanischen Epoche zu sehen. Es wurde hier komplett renoviert. Das war sehr anspruchsvoll. Man sieht das an den Bildern hier, zum Beispiel eben der Dachstuhl in der zukünftigen Bibliothek. Man arbeitet da eben an der Nutzung des Areals auch für die Öffentlichkeit. Und hier soll die städtische Bibliothek entstehen. Und da ist auch Bestandteil die Bibliothek des Nationalen Technischen Museums. Hier noch was Besonderes vielleicht. Ein Teil dieses Areals wurde in der Vergangenheit durch einen Brand vernichtet. Und zu der gleichen Zeit, als wir das Projekt vorbereitet haben, ist noch ein weiterer Hof quasi komplett abgetragen. Und uns ist es gelungen, einen barocken Dachstuhl hier abzutragen, der in einem ausgezeichneten Zustand war. Und wir haben diesen barocken Dachstuhl abtransportiert und diesen in unserem Areal eben dann nutzen können. Dieses gesamte Areal wird eben zur Präsentation der Bauhandwerker genutzt, wie hier zum Beispiel eben die Zimmerer, also Herr Ruzicka, der hier auch eben bei seiner Tätigkeit zu sehen ist. Bestandteil des Areals ist auch eine Gießerei, die betriebsfähig ist, wo man auch Vorführungen machen kann. Dann Klempnerwerkstatt, vor allem die Einrichtung aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Alles ist betriebs- und funktionstüchtig. Und hier wieder eine Schmiedewerkstatt. Schmiede. Bestandteil der Ausstellung ist auch eben das Zimmererhandwerk. Dieses wird dann noch weiter ausgebaut. Ein eigenes Kapitel ist die Untersuchung der historischen Gebäude. Das verläuft durch relativ auf eine unikate Art und Weise. Hier gibt es Führungen und wir zeigen uns hier vor, was eben bautechnisch spannend ist für die Besucher. Und im Weiterbildungsbereich, da gibt es Programme für die Schulen, wo die Schulen einerseits die Ausstellung selbst besuchen. Und das ist ausgerichtet auf alle Schulstufen vom Kindergarten bis hin zu den Hochschulen. Es gibt Programme eben auch, die auf die Statik ausgerichtet sind. Und in diesem Wirtschaftshof gibt es Präsentationen oder praktische Möglichkeiten, um eben verschiedenste Technologien oder Handwerke auszuprobieren. Hier zum Beispiel Mosaikwerkstatt. Sehr oft werden auch Graffiti gestaltet oder hier zum Beispiel haben wir dann eben auch die Arbeit mit Holz im Fokus, hier Kindergärten zu Besuch oder hier eben Studierende, die natürlich dann anderes ausprobieren. Ein beliebtes Programm ist die Anfertigung einer Maurerkelle und die Kinder oder die Besucher konnten eben hier sehen, wie so etwas auch produziert werden kann. Dann der Bau eines Blockhauses oder Blockhäuschens. Das lernen die Studierenden. Das ist also für die zweite Schulstufe, also Volksschule, Hauptschule gedacht.
eher Hauptschule und hier eben ist quasi dann die das Highlight ist dann das Bauen eines solchen Blockhauses. Wir bemühen uns auch um weitere Technologien, das ist zum Beispiel Kalkbrennen, Kalklöschen. In Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt haben wir einige Kurse veranstaltet, Verputztechnologien. Für die Öffentlichkeit gibt es die Tage der Bauhandwerke, wo das Areal dann eben offen ist für Menschen, die kommen können, um sich eben die größtmögliche Anzahl von Handwerken direkt in der Praxis anzuschauen. Und ein wichtiges Element ist auch, das sind auch die fachlichen Treffen, die in diesen Präsentationen und Vortragsräumen passieren. Anschließend an diese zwei Objekte, die ich beschrieben habe, haben wir dann noch in unserer Verwaltung die ehemaligen Kellerräumlichkeiten. Da wurde diese Mini-Brauerei wieder erneuert. Das ist auch sehr spannend. Und derzeit gibt es ein weiteres Projekt, das sollte die Präsentation von mittelalterlichen Baumaschinen, vor allem Kräne, die eben dann in diesem großen Kühlhaus positioniert werden sollten. Das sind Geräte, die bis zu 14 Meter hoch sind und hier als Beispiel dieser Kran. Falls Sie unser Museum genauer betrachten möchten, gibt es einerseits die Möglichkeit, eben das online zu tun. Wir haben momentan eine Webseitenpräsentation mit 3D-Fotos, aber traditionelle Form ist auch ein Buch, ein Führer, ein Katalog, ein Guide zu diesem Areal. Das gesamte Areal des Klosters in Plassey funktionierte eben als Kloster, das sich eben vor allem mit Weiterbildung befasst hat für die breite Umgebung, für die Region. Es hatte jeder Bereich eine technische Bedeutung und nach der Auflösung des Klosters ist dies leider dann zu Ende gewesen und wir würden eben gerne zusammen mit dem Denkmalamt, dem der zweite Teil des Areals gehört und gemeinsam auch mit der Pfarre, würden wir gerne dieses Areal der ursprünglichen Nutzung oder dem ursprünglichen Geist zurückführen, dass es nicht nur ein historisches Denkmal ist, sondern dass es eben auch diese Weiterbildungsgedanken weiterträgt und dass in Plassey wieder das funktioniert, was es früher war, eben dieses Zentrum für Weiterbildung. Das gelingt ganz gut, denke ich. Das Nationale Technische Museum hat die meisten vernichteten Objekte saniert, restauriert und es ist jetzt nicht mehr so unmöglich, dass auch die weiteren Objekte saniert werden. Heuer wurde die Kirche auch renoviert. Derzeit findet auch die Erneuerung der Prälatur statt unter Aufsicht des Denkmalamtes. Also ich denke, dass wir uns in den nächsten Jahren darauf freuen können, dass das gesamte Areal dann fertiggestellt ist. Also so viel zu Plassey. Ich lade Sie dort hinein und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr froh, dass Sie die Möglichkeit hatten, heute bei unserem Meeting dabei zu sein und das Zentrum in Plassey präsentieren konnten, denn dieses Projekt war eine große Inspiration für unser österreichisch-tschechisches Projekt und die Ausgangssituation war sehr ähnlich, wobei unser Projekt sich mit dem ehemaligen Kloster in Znaim beschäftigt und die Charakteristik des Objektes oder der Bedarf, sich damit zu beschäftigen, sich auch mit der Baukultur im Grenzraum zu beschäftigen, war sehr ähnlich. Und ich hoffe, dass es uns auch gelingt in den nächsten Jahren. Wir haben ja erst einmal einen kleinen Teil des Klosters restauriert und es schaut gut aus, dass in den nächsten Jahren die Prälatur und die Kirche restauriert werden. Und hoffentlich kommt es einmal auch dazu, dass das größte Gebäude, der Konvent, auch saniert wird. Aber wir werden mal schauen. Ja, also nochmals vielen herzlichen Dank und ich
Ich werde nun dann gleich zum nächsten Vortrag überleiten. Es wurde heute Banská Štiavnica auch erwähnt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sich um das gleiche Projekt von Zentral gehandelt, aber vermutlich ja. Heute heißt es ja schon anders. Wir haben heute gleich zwei Vertreter unter uns, Michal Hrčka und Pavel Fabian, und ich möchte sie kurz vorstellen. Michal Hrčka ist Restaurator, Konservator, vor allem Steinputze und Putze und Steinelemente. Er ist spezialisiert für die Erneuerung von Denkmälern, vor allem Burgruinen. Er hatte sehr viel zu tun, auch mit dem Bauwerk, das hier schon präsentiert wurde von Martin Weigel, dieses vor kurzem prämierte Burg Hrad Uhrovec. Ja, stimmt, das war unser Projekt. Und dann würde ich noch gerne darauf hinweisen, dass Michal Hrčka auch in einer Serie dabei ist, wo man sich auf die Erneuerung von Denkmälern und historischen Konstruktionen beschäftigt. Und er ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür, wie man es tun soll. Also in der Slowakei weiß man, wie man es tun sollte. Ich werde aber noch kurz Herrn Pavel Fabian vorstellen. Er ist Architekt. Er studierte an der Slowakischen Technischen Universität in Bratislava und nun arbeitet er als Leiter des Denkmalamtes in Banská Štiavnica. Heute ist er auch noch Pädagoge an der mittleren Schule in Banská Štiavnica und er beteiligte sich auch an Zentralka, an der Erneuerung des kulturellen Erbes. Und danke beiden Herren, dass sie sich Zeit genommen haben und ich möchte Ihnen nun das Wort übergeben. Danke vielmals. Ich glaube, dass unser Vortrag etwas anderes ist. Wir präsentieren hier unsere Anstrebungen, ein ähnliches Zentrum zu errichten, wie das in Banská Štiavnica präsentiert wurde. Es muss gesagt werden, dass ich persönlich lebe von der physischen Erneuerung der Denkmäler. Ich bin ein Experte im Bereich der Denkmalerneuerung und dieses Zentrum, das wir in Banská Štiavnica jetzt errichten. Das ist eine Initiative der Privatgesellschaft, des Privatunternehmens seitens des Staates oder der Selbstverwaltung wurden nicht umgesetzt. In Banská Štiavnica, wir sind in Mittelslowakei. Hört man mich gut? Nur die Frage, ob man mich hört. So kann ich fortsetzen. Unsere Stadt ist eine intakt erhaltene Stadt, eine mittelalterliche Stadt. Ja, wir hören gut, aber wir sehen keine Präsentation, also wir sehen hier nur die gesamte Ansicht. So, ich probiere das nochmals. Die Präsentation starten. Ja, so sieht das besser aus. So, wir probieren das, ob das so richtig ist. Ja, wir sehen die ganze Folie. Vielleicht versuchen Sie das noch zu verschieben, umzuschalten. Ja. So, die Stadt Banská Štiavnica. Damit ich unsere Stadt ein bisschen hier vorstelle oder unsere Aktivitäten hier vorstelle, im Jahre 2015 haben wir ein Internetmagazin gestartet zu dem Kulturgut und es gibt vier Versionen. Im Jahre 2000 wurde das gestartet und das war die einzige Initiative, die damals unter Internet funktionierte. In der zweiten Version gab es dann verschiedene Diskussionsforen, obwohl das nicht so selbstverständlich war, wie das heute ist, mit den Netzwerken. Und so haben wir es geschafft, einige Objekte zu retten durch Beantwortung der Basisfragen an die Inhaber von diesen Objekten. Wir veröffentlichen auch verschiedene Publikationen. Ein Beispiel, das ist der Schutz der
verfallenen Gebäude. Das ist ein Handbuch für die Bewohner oder für die Selbstverwaltungen, für die Gesellschaften, die sich mit diesem Thema beschäftigen, mit Burgruinen und so weiter. Diese Publikation wurde im Jahre 2004 herausgegeben und folgten andere. Wir kooperieren mit verschiedenen Zentren, mit verschiedenen ein Seminar zu der Arbeit mit Kalk. Das war sehr toll für uns und auch in der Vergangenheit weiteren Kollegen auch zusammengearbeitet aus Banská Štiavnica und mit anderen Zentren. Im Jahre 2002 der Verein Banská Štiavnica als No-Profit-Organisation, als Erdorganisation, die diese Handwerkkurse organisiert hat, zum ersten Mal in Banská Štiavnica, also vom Tirnhalten, hat sie die Fachleute zu der Konservierung eingeladen oder zu der Instandsetzung von Fenstern und ebenso in diesem Jahr, auch im Jahre 2003 und 2005 hatten wir die Möglichkeit, mit dem Zentrum in Malbach zusammenzuarbeiten, wo eben es war eben zu dem Thema Kalktechniken, Kalktechnologien wurden wir geschult. Wir haben ebenfalls verschiedene Möglichkeiten, Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen und das war zum Beispiel also die Möglichkeit, am Kurs in England teilzunehmen. Mein Kollege sagt mehr dazu zu diesen Kursen. Er nahm an diesen Lehrgängen teil noch mit einem anderen Architekten. Sämtliche Aktivitäten von uns, die wir absolviert haben, mündeten in solche Bemühung, ein Zentrum zu gründen. In Banská Štiavnica haben wir dann nach einem Objekt, geeigneten Objekt gesucht und wir entschieden uns eben für ein Gebäude inmitten des Denkmalschutzgebietes der Stadt, oberhalb des Dreifaltigkeitsplatzes. Das war eins von Gebäuden des Lyzeums und Evangelischen Lyzeums und gutes also die Räumlichkeiten waren gut, haben gut gepasst für unsere Zwecke. Gute Räume, großzügige Räume mit einem Innenhof. In den letzten Jahren haben wir an der Revitalisierung dieses Objektes gearbeitet, aber dieser Prozess wird Schritt für Schritt fortgesetzt und noch viel Arbeit ist vor uns. Dieses Objekt ist nicht das Zentrum des Denk- oder des architektonischen Erbes, wie das präsentiert wird. Das heißt, es ist ein Museum oder No-Profit-Organisation, aber dieses Objekt dient auch zu den kommerziellen Zwecken, damit überhaupt man die Aktivitäten finanzieren kann. Und zugleich diese kommerzielle Funktion, diese Geschäftsfunktion und auch das, dass unsere Gesellschaft über verschiedene Einrichtungen und Ausstattung verfügt, so war es möglich, diese Lehrgänge überhaupt in den Gang zu setzen. Wir haben verschiedene Büroräume, Atelierräume eingerichtet und jetzt würde ich mein Wort an Pavel Fabian übergeben und der würde etwas mehr zu diesem Lehrgang in England sagen und dann sagt er noch mehr zu verschiedenen Kursen, Lehrgängen und zu Aktivitäten in unserem Zentrum. Ich wünsche einen schönen Abend allen Beteiligten und ich würde noch zurückgehen zu der Inspiration für unsere Tätigkeit durch andere Ausbildungszentren für traditionelle architektonische Elemente und Handwerke, mit denen wir in Kontakt waren. Im Jahre 2006 hatte ich die Möglichkeit, an einem zweimonatigen Kurs ICRON teilzunehmen. Im Zentrum in Mayrbach, das war der erste oder die erste Bekanntmachung mit solchen Ausbildungseinrichtungen und dann später noch mit Kollegen haben wir noch die Kontakte mit anderen Zentren angeknüpft, in Thürhauten, in Bayern, wie Michael gesagt hat, und dann
Aufgrund dessen begannen wir die Kurse, Lehrgänge für Handwerker unter dem Titel des eingetragenen Vereins zu organisieren. Es gab verschiedene Kurse mit Schwerpunkt, also der erste Lehrgang war eher allgemein. Dann waren das verschiedene Techniken, Konservierung und dann verschiedene spezifische Technologien, Fenstererneuerung, Türerneuerung, wieder mit Kalktechniken bei der Fassadenerneuerung, Instandsetzung von Fenstern, Toren, Türen, dann Steinmauern, trockene Steinmauer und so versuchten wir auf die aktuellen Themen zu reagieren, die hier in Banská Štiavnica hier Schwerpunkt waren und die wir für problematisch gehalten haben in Bezug auf die Fachlichkeit der Ansätze oder der Bearbeitung dieser Themen. Nachdem unser Zentrum entstanden ist, also nachdem wir das Objekt gewonnen haben, dieses Objekt Zentralka, dann begannen wir, solche Aktivitäten zu organisieren hier. Die erste hier in dem Objekt Zentralka. Die erste Gruppe, also unter dem Titel Schnupperkurs der traditionellen Handwerke. Und dabei habe ich das Modell eingesetzt, das ich in England in der Stiftung des Prinzen von Wales, was ich dort kennengelernt habe. Und hier haben wir in 5 Tagen die Grundlagen von 5 Handwerken serviert. Und unsere Zielgruppe, also die Teilnehmer dieser Lehrgänge, sollten die Pädagogen an den Volks- und Hauptschulen sein, mit Fokus auf die technische Arbeiten oder Kunstausbildung oder dann das pädagogische Personal von verschiedenen technischen Schulen, die wichtig für die Auswahl der weiteren Ausbildung der Schüler sind. Und dann die sollen auch direkt auf die Schüler und auf die Eltern dann appellieren, weil wir gesehen haben, dass vor 15 Jahren, dass das Interesse an dem Studium dieser traditionellen Handwerke sinkt bei uns. Und nachfolgend haben wir gesehen, dass dieser Mangel an solchen qualifizierten Mitarbeitern in der Praxis sichtbar ist. So versuchten wir, diese Lücke zu füllen. Und zwar dadurch, dass wir solche Menschen ansprechen wollten, die wichtig für die Entscheidungen betreffend weitere Berufe sind. Und da wollten wir diesen Menschen oder diesen Entscheidungsträgern auch die Möglichkeit anbieten, diese Schnupperkurse zu absolvieren. Und da haben wir 3 2017, 18 und 19 umgesetzt. Hier sind einige Beispiele von diesen Handwerken. Solche Handwerke konnten die Teilnehmer dort kennenlernen. Das waren Stuckaterarbeiten, die Grundlagen, das kann man an einem Tag schaffen. Dann Wandmalerei, auch die Grundlagen. Und Schmiede, also Bauschmiederei. Hier sieht man auch jüngere Teilnehmer und so versuchten wir auch als Gastgeber dabei zu sein. Und da wollten wir diese Möglichkeit auch den Schülern unserer Schule geben und der Schwerpunkt waren die traditionellen Handwerke bei der Denkmalerneuerung, deine Steinbearbeitung, auch die Grundlagen, Steinbildhauer, deine Metallbearbeitung. Tischlerei, Tischlerarbeit.
Dann die nächste Gruppe von Lehrgängen, das sind die sogenannten Handwerkssommerschulen, die sind thematisch organisiert, die laufen die ganze Woche und immer ein Handwerk je eine Woche und die Zielgruppe, das sind die Handwerker, die bereits in diesem Bereich tätig sind und die Interesse haben, ihre Qualifikation zu steigern und die sich auch mit den traditionellen Handwerkern bekannt machen wollen und die Interesse an der Denkmalerneuerung haben und die oder die das auch bei sogenannten organischen Neubauten geltend machen könnten. Jedes Jahr also gab es verschiedene Themen, wieder Putztechnologien bei der Konservierung der historischen Putze. Und das finden wir sehr schwierig, dass dieses Thema sehr schwierig ist. Der Markt ist noch nicht gesättigt in diesem Sinne. Dazu gehören auch verschiedene theoretische Informationen, Präsentationen, konkrete Bestpraxisbeispiele, dann direkt vor Ort. Wir werden Vorführungen dann gemacht oder ja, die Vorführungen der technischen Probleme, die man sanieren muss. Und ja, es ist nicht notwendig, dass ein universitätsausgebildeter Restaurierer sich damit beschäftigt, Restaurator. Dass hier können die Teilnehmer auch spätgotischen Putz dann sanieren. Dieser Putz wurde abgelöst von dem Mauerwerk und der Zustand war sehr zerstört. Dann der nächste Kurs zum Thema Kalktechniken. Hier wieder ein Beispiel, eine Exkursion in der Stadt Banská Štiavnica. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, authentische historische Beispiele der Oberflächenbehandlung hier zu sehen, aus verschiedenen Zeitperioden, verschiedene Techniken, die Unterschiede zu erkennen und dann versuchten sie, das nachzubilden bei den praktischen Übungen. Und wir haben ganz vom Anfang an angefangen. Hier sieht man das Löschen, Kalklöschen, die Reaktion, also Brandkalk, wie der Kalk mit dem Wasser reagiert und dann Aufbringen der Kalkputze, dann die Instandsetzung, Ergänzungen der historischen Fassaden. Immer also eine theoretische Einleitung und dann praktische Übung. Hier sieht man die Technik der Vorbereitung des sogenannten brennenden Mörtels. Dies wurde von dem österreichischen Hannes Weißenbach eingeführt in die Slowakei und seitdem war diese Technik sehr erfolgreich verbreitet bei vielen verschiedenen historischen Bauobjekten in der Slowakei. Und bei dieser Tätigkeit oder Veranstaltungen sieht man auch Publikationstätigkeit in bestimmten Ausmaß und verschiedene Katalogen, Dokumente, Unterlagen für die Tischlerarbeiten und für die Holzbearbeitung und Holzoberflächenbearbeitung. Das sind wieder die Teilnehmer des Kurses. Dann Zimmererhandwerk, wieder ein Thema, kann man auch sehr gut bei der Erneuerung der Denkmäler anwenden. Verschiedene Trainers, das sind die örtlichen, auch tschechischen Ausbilder, auch die tschechischen Pädagogen waren dabei. Es geht nicht nur um die theoretischen Erkenntnisse, aber auch um die praktischen Erfahrungen. Es ist wichtig, damit man versteht, was ich mache, wie ich das mache. Das ist sehr wichtig. Dann wieder der nächste Kurs, Erneuerung von Fenstern und Türen. Sie wissen schon sicher selbst, dass dies sehr empfindlich ist und dass diese Elemente sehr verletzbar sind. Und die werden sehr leichtsinnig mit neuen Nachbildungen und Neuformen ersetzt. Aber
eben, dass das führt dazu, dass viele historische Originalstücke verloren gegangen sind und es ist schon wirklich an der Zeit, diesen Trend zu verändern. Und das war wieder ein Thema unserer Lehrgänge. Hier wurde an konkreten historischen Elementen und Teilen von der Stadt oder von der naheliegenden Umgebung gearbeitet und diese Teile wurden dann in historischen Objekten wieder eingesetzt. So wieder eine theoretische Einleitung, Materialverwendung, Einsatz von Werkzeugen. Das wird alles, die Informationen dazu werden weitergegeben. In unserem Zentrum, Zentralka, gibt es auch ein Geschäft, ein Laden. Und hier werden Materialien für die Oberflächenbehandlung verkauft, die auf der natürlichen, also mit natürlichen Inhaltsstoffen sind diese Materialien versetzt. Und man kann mit diesen Stoffen hier auch arbeiten. Man kann diese Stoffe hier kaufen und dann für die eigenen Zwecke diese verwenden. Das ist, sind noch Beispiele dieses Kurses. Das sind die Schüler der Bautechnischen Schule hier bei uns. Und es ist sicher gut, wenn sie dann über die Grenze ihres Bereiches auch hinausgehen und Einblicke in die weiteren Themen werfen. Und das ist wieder ein Kurs. Dieser Kurs wurde bereits unter den Covid-Bedingungen veranstaltet im letzten Jahr. Thema waren die Vitragen, die Schaufenster und das ist ein Thema, dem sich niemand in der Slowakei widmet und weil der Verein Obnova brauchte mit diesen Spezialisten zusammenzuarbeiten in diesem Bereich und so wurden Kontakte zu den tschechischen Experten angeschlossen und die tschechischen Experten haben hier dann diesen Kurs organisiert und so haben wir Hoffnung, dass wir solche Kurse zu den Vitragen auch veranstalten können. Solche historische Vitrageteile aus 60er Jahren wurden hier revitalisiert und bearbeitet. Das waren bereits schon Repliken von historischen Vitragen und dann mit Einsatz des Materials von diesen Vitragen wurden neue Vitragen Platten, Tafeln hergestellt und die werden dann direkt bei uns im Gebäude eingesetzt. Verschiedene Techniken wurden hier geübt, zum Beispiel Glasmalen mit Brennfarben und das ist schon die fertige Vitrage, das Mosaikfenster für unser Gebäude. Und hier sieht man den Kameramann im Hintergrund. Das ist eben Aufnahme der Filmaufnahme. Herr Sika hat davon schon gesprochen. Und die letzte Gruppe die letzte Aktivität, das ist für die breite Öffentlichkeit bestimmt, also für die örtlichen Leute, auch für die Leute, die bei uns verschiedene Wohnhäuser oder Wochenendhäuser haben. Im Rahmen des Monats des Europäischen Kulturerbes im September wollen wir das organisieren. Und das ist die Vorführung der historischen Fotografie, Bilder und Fotografien zum Thema Banská Štiavnica. Und dann Experten oder Zeitzeugen halten hier die Vorträge und verschiedene Sammler. Und die bringen die Vergangenheit der Stadt näher der breiten Öffentlichkeit. Und dank dieser Aktivität hatte die Öffentlichkeit auch die Möglichkeit, die Einblicke in diese Räume zu werfen. Die können sich mit diesen Räumlichkeiten des Zentrums Zentralka bekannt machen und da erfahren sie auch über verschiedene Möglichkeiten, was alles die Zentralka anbietet. Das ist Amphitheater. Hauptstiege im Gebäude und letztes Jahr während der Covid-Maßnahmen hatten wir diese Veranstaltungen im Außenbereich und das ist das einzige erhaltene Stadttor in der Stadt Banská
Javnica, die Firma Obnova, hat dies erneuert und fertig gemacht. Und hier wurden wieder also diese Fotoaufnahmen präsentiert zu diesem Bauwerk und zu der Geschichte dieses Objektes. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke auch vielmals. Es wurde hier seitens der österreichischen Kollegen gesagt, ob wir vielleicht eine Pause, kurze Pause machen könnten in unserem Programm. Sind Sie damit einverstanden, dass wir uns um 18.40 Uhr bei dem letzten Beitrag treffen könnten und dann folgt die Diskussion noch? Mirek Navrátil wird hier sprechen als der Letzte und er sagt uns etwas mehr zu den DAX-Spielen und wir hoffen, dass er uns auch mehr zu der Beziehung des traditionellen Handwerkes bei der Erneuerung der DAX-Spielen und Dachkonstruktionen sagt. Also in 10 Minuten sagen wir, das heißt, also 18.36 Uhr treffen wir uns wieder hier und hiermit würden wir diesen Block abschließen. Ich danke jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns in 10 Minuten. Und dann wieder. Jestli nám běží nahrávání, jestli jsou naši tlumočníci. Wenn die Aufnahme folgt, falls die Dolmetscher vorbereitet sind, dann würde ich Herrn Mirek Navrátil bitten, dass er uns sein Thema Dachstühle und Dach präsentiert. Also ich möchte gerne ein paar Folien präsentieren zu den Möglichkeiten oder zu den Entwicklungen in der Herangehensweise bei der Sanierung von Dachstühlen und ihrer eben Erneuerung in den letzten Jahrzehnten. Aber ich beginne mal ein bisschen mehr in der Vergangenheit, in der Hälfte des 17. Jahrhunderts, wo im Prinzip im Jahr 1859 es dazu kam, dass die Zünfte abgeschafft wurden und dadurch entstand eine gesellschaftliche Nachfrage nach der Einfachheit der Konstruktionen und es kam zu einer wesentlichen Veränderung bei den Konstruktionssystemen im Zimmerhandwerk, wo die Konstruktionen sich einfach entwickelt haben. Es setzte sich das Bemühen durch, Material zu sparen und die Einschränkungen sind gefallen, die es für die Zünfte gab. Das war in einem bestimmten Raum oder unter bestimmten Bedingungen möglich. Und ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ist es so, dass die Sichtweise der Dachstühle so war, dass man eben von dieser Veränderung ausgeht und später veränderte sich im Prinzip das Ganze, änderten sich die Bedingungen in diesem Zimmererhandwerk und erst vielleicht in den letzten 20 Jahren entdecken wir die Dachkonstruktionen neu, diese alten Formen entdecken wir neu und wir kommen darauf, welche grundsätzlichen Eigenschaften sie hatten und welche Möglichkeiten es da gab, wo wir eigentlich erst durch diese Art, also es gibt wirklich nur wenige Leute, die auf diese alte Art und Weise noch mit Holz bei den Dachkonstruktionen arbeiten. Teilweise sind es ja eher experimentelle Arbeiten und teilweise eben bemüht man sich inzwischen,
bei den Dachstühlen diese ursprüngliche Form eben wiederherzustellen, wie sie bei den, in den letzten Jahrhunderten eben einmal hergestellt wurden. Ich werde jetzt weitergehen in unsere Zeit und wir werden, ich habe etwas in Archiven gegraben und eine der ältesten Zeichnungen habe ich hier entdeckt, hier die Dokumentation aus dem Jahr 1995, die ich eingescannt habe im Zusammenhang mit der Untersuchung der Kirche Maria Verkündung in Tushani. Da fand im Jahr 1995 eine bestimmte Vermessung statt mit einer eher unbestimmten Festlegung von Eingriffen. Das Rote sollte wohl geändert werden und das Blaue sollte irgendwie chemisch behandelt werden. Also diese Dokumentation hat relativ wenig Inhalt gehabt damals im Jahr 95. Es war eine einfache Zeichnung, ein kurzer Bericht, der es dann beschrieben hat. Vielmehr hat man da beschrieben, wie die einzelnen Schädlinge da gewirkt haben und die Fäulnisse, und viel weniger hat man sich damit beschäftigt, was eigentlich passieren sollte. Die Sanierung selbst fand vermutlich nach dieser Dokumentation nicht statt. Und ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, aber das gesamte Ergebnis, das entstehen konnte, war, dass die mit Platten, dass die beschädigten Dachbinder eben von drei Seiten eben mit Platten quasi, also man hat das von drei Seiten mit einer einfachen Platte abgedeckt, und ja, da sieht man eben, dass der Verlauf in den letzten 20, 30 Jahren eben, dass es bei den Rekonstruktionen irgendwo wirklich bei Null begonnen hat, was die Herangehensweise betrifft. Teilweise war es wirkliche Unkenntnis, und erst Schritt für Schritt entdecken wir die ganzen Details im Laufe der Zeit, die man beachten sollte. Und wir sollten das ja nicht nur jetzt der Zeit als Schuld zuweisen, die hier passiert sind. Die gibt es ja auch heute immer wieder bei Umsetzungen. Da eine Umsetzung aus dem Jahr 2015, das ist ein Dachstuhl, das habe ich gerade am Schreibtisch zur Begutachtung. Da kam es zu einer dramatischen Situation bei der Erneuerung der Dachdeckung, und da hat man das auf seine Art und Weise umgesetzt, dass es fast gleichzeitig zu einem neuerlichen Beschädigen des Dachstuhles kam, und man hat das irgendwie stabilisiert. Man hat da die Dachbinder teilweise durchgeschnitten, wie man das auf dem Foto sieht. Also das waren wirklich grobe Fehler, wohl von Personen, die keine Kenntnis hatten. Und da hat der Investor 5 Jahre gewartet, damit er nicht die, also man hat leider erst die Garantiefrist verstreichen lassen, und dann hat man sich erst damit beschäftigt und die Situation mit diesen Fehlern, die wiederholt sich leider ab und zu, und wir sollten uns immer mehr bemühen, und ich sehe das ja auch als meine Aufgabe, dass wir uns immer mehr bemühen sollten, die Grundkenntnisse eben zu präsentieren. Wir sollten das Grundwissen immer wieder und immer mehr weitergeben. Wir sollten das nicht nur den Laien und der Öffentlichkeit weitergeben, sondern natürlich auch vor allem den Menschen, die eben sich an diesen Arbeiten beteiligen. Das ist eine Angelegenheit, die uns da, wo wirklich noch Mängel sind.
Und wir sollten uns hier darauf wirklich noch viel mehr fokussieren. Die Erneuerung der Dachstühle, der historischen Dachstühle, da ist es ganz klar und offensichtlich, dass historische Dachstühle Bestandteil von diesen Bauwerken sind, untrennlicher Bestandteil. Und in dem Moment, wo in dem unteren Teil des Bauwerks einige Etappen der Erneuerung stattfinden, so bleibt oft eben der Dachstuhl unberührt, solange kein Wasser eindringt, beschäftigt man sich damit, aber unten passiert relativ viel. Und eben der Dachstuhl sagt auch sehr viel aus über das Gebäude, geschichtlich gesehen, und ist auch gut lesbar. Das, was wir immer mehr genauer machen und beschreiben, sind eben die Details an den Verbindungen, verschiedene Verzierungen, Markierungen, Dinge, die irgendwie eben auch das Verständnis der Konstruktion eben erleichtern und im Endeffekt auch darüber entscheiden, wie man eben die gewählte Erneuerung, Sanierung durchführt und wie das Ergebnis sein wird. Und wenn man die Details nicht erkennt, dann kann man auch nicht wirklich so eine Sanierung vorschlagen, die den Wert für die Zukunft hätte, die auch einen Handwerk. Eine Grundlage ist das Gewinnen von qualitativer Dokumentation des bestehenden Zustands, eine hochqualitative Vermessung der Konstruktionen. Die Unterschiede in der Qualität der Vermessung und Zeichnung können wirklich im Endeffekt sehr, sehr viel ausmachen. Es geht natürlich das Verstehen des Gesamtsystems, der Statik, eine schlechte Vermessung, ein schlechtes Verstehen der Verbindungen, ein schlechtes Verständnis der Zusammensetzung der Elemente kann es sehr stark beeinflussen, welche Maßnahmen zum Beispiel der Statiker dann vorschlägt. Also da kommen dann plötzlich ganz andere Durchmesser heraus, die dann vielleicht der Realität eben nicht entsprechen. Das heißt, wir versuchen auch immer sehr gezielt uns vor allem auf die Verbindungen zu fokussieren, auf die Tragfähigkeit. Denn bei den älteren Dachstühlen, bei diesen Sparrenkonstruktionen, zeigte sich, dass es viel wichtiger ist, eben hier auf die Tragfähigkeit der Verbindungen zu achten als andere Dinge. Und das, was grundsätzlich ist, ist eben eine qualitative Dokumentation des Ist-Zustands, und dazu gehört eine vernünftige bauliche bauhistorische Untersuchung, auch der Beschädigungen, dass dann verschiedene Kategorien eben erstellt werden. Man schaut sich auch die Entwicklung in der Zeit an, und dessen muss man sich bewusst werden. Man muss hier Kriterien der Beschädigungen festlegen. Das muss auch in Zukunft überprüfbar sein, falls es zum Beispiel zur Sanation nicht kommt, und wenn man es erst in 5 Jahren macht, dass man imstande ist, anhand dieser Methodik eben neu die Untersuchung durchführen kann und dass man dann die Durchführung machen kann. Das ist eine grundsätzliche Angelegenheit. Und im Prinzip ohne diese Kenntnis der Kontinuität der Entwicklung kann man nicht den Entwurf richtig gestalten. Und genauso gilt das auch für die bautechnische Untersuchung, denn für die Grundlage, für die Sanierung braucht man wirklich eine qualitative
Identifikation der Wirkung von verschiedenen Faktoren wie Fäulnis, Holz, Schädlinge etc. oder Wassereindringen. Man muss auch rückwirkend bestimmen können, wie was sich an dieser Stelle ereignet hat. Vielleicht ist dort eine Fäulnis, die sich weiter verbreitet. Also die Untersuchung muss wirklich so sein, dass sie auch wiederholbar ist nach einem bestimmten Schema. Anhand dessen kann man dann bestimmte Entwürfe machen. Und auch bei diesen Entwürfen muss man sich dessen bewusst sein, dass es möglich sein sollte, von der Dokumentation die Durchführung kontrollieren sollte. Das heißt, man muss hier auch Details beachten. Man muss im Vorhinein eben die Details erfassen, damit sie dann eben nicht zu der Fehlerquelle werden. Und wenn schon ein Fehler passiert, dann ist es klar, dass es eben nicht so beabsichtigt war, dass es eben zu dem Fehler gekommen ist aufgrund des Fehlers eines anderen. Ich werde noch ein paar Beispiele bringen von dieser wichtigen Kontrolle. Hier wieder dieser Appell an die Kenntnisse der Bauaufsicht. Man sollte da wirklich verstärkt kontrollieren und aufpassen und man sollte jede Gelegenheit nutzen, hier auch wirklich diese handwerklichen Details auf diese zu achten. Und man sollte sich das Material anschauen. Hier zum Beispiel ist es die falsche Materialwahl, die dargestellt ist. Da ist ein bearbeitetes Holz. Es wurde alles entsprechend bearbeitet. Und es wurde leider eben eine Holzfäulnis dort belassen. Schon im Sägewerk hat jemand die falsche Wahl getroffen beim Material. Und der Fehler war, dass er eben ein Material weitergegeben hat, das gar nicht an die Baustelle hätte gelangen sollen. Und es wurde damit gearbeitet. Die Zimmerer haben da den Fehler gemacht, dass sie diesen Balken bis zum Bauort gebracht haben. Und ich bin dann vor Ort gewesen bei einer Kontrolle und ich habe sie dann diesen Balken herausnehmen lassen, weil er eben, weil dieses Material nicht geeignet war. Und einige Dutzende von Stunden, Arbeitsstunden sind hier verwendet werden, weil leider eben nicht entsprechend eine Kontrolle vorab durchgeführt wurde bei der Material. Und das sollte eben nicht passieren. Und ähnliche Probleme kann man auch eben immer wieder sehen. Es ist wohl nicht absichtlich, aber manchmal kann man sich wohl denken, dass jemand ein überschüssiges Material loswerden wollte. Und man kann auch Orte vorfinden, wo man sowas eben gar nicht erwartet, wo Man hat ja klar gesagt, was man haben will für Material und dann kommt plötzlich der Fehler trotzdem vor und das Bild rechts, das ist eben auch ein ganz falsch aufgefasster Balken, also falsche Durchführung. Das ist eine Situation, die nicht selten vorkommt und das haben wir Unterlagen auch aus Österreich dazu bekommen. Und ich denke, dass man hier wirklich überall aufpassen muss. Es kommt leider immer wieder vor. Links auf dem Foto sieht man auch eine falsch aufgefasste Verbindung eben dieses Balkens, eine falsche Durchführung. Hier solche Details finde ich leider immer wieder an Baustellen. Das, was ich hier erwähnen möchte, das sind Herangehensweisen, die momentan eben bei der
Pflege von Dachstühlen wichtig sind. Wenn es schon zu einer Sanierung kommt, dann gibt es einige Kriterien, nach denen man vorgeht. Das gängigste ist das Einsetzen von Ersatzelementen. Das wird bei der Bauuntersuchung ausgewertet, wie beschädigt eben die Balken sind. Und es wird dann die Wahl so getroffen, dass die Gesamtkonstruktion des Dachstuhls beibehalten wird, einschließlich der Details, der Verbindungen. Und es kommt dann eben zum Einsatz von diesen Ersatzelementen, so unter Anführungszeichen Prothesen. Hier ist dann die komplette Austausch dieser am Boden liegenden Balken. Die beschädigten Teile werden abgetragen und sie werden dann neu ersetzt, eben durch kopierte Ersatzelemente, durch Kopien. Und diese gezielte Sanierung kann auf verschiedene Arten und Weisen durchgeführt werden. Wie man das hier gesehen hat, können das eben kopierte Elemente sein, Ersatzelemente, dann die ganze Funktionsangelegenheit, die eben von diesen Konstruktionen ausgeht und eine modernere oder vielleicht moderne, modische Angelegenheit ist dieser Appell an die Verwendung von Holzverbindungen, wo eben nur Holz als Verbindung eingesetzt wird. Und diese Verbindungen sind manchmal besser, manchmal haben auch die anderen Methoden eben auch ihre Vorteile. Die Technik ist natürlich hierbei nicht einfach und man muss sich entsprechend auch orientieren, auskennen und man muss die Verbindungsart entsprechend auch wirklich gut einsetzen können. Also diese Ersatzelemente können eben als reine Holzverbindungen oder auch eben mit je nachdem, wie auch geschickt der Zimmerer ist, natürlich. Ich denke, dass es auch jeder Zimmerer schaffen kann unter einer bestimmten Führung oder Leitung. Die Schnelligkeit der Verarbeitung ist ja nicht so wichtig und es ist mehr die Praxis, die gefragt ist. Und wir sollten gezielt darauf bestehen, dass zum Beispiel im Rahmen von Auswahlverfahren eben man dieses Verfahren so ausschreibt, dass dazu auch eben eine Musterverbindung eben beigelegt wird und der Zimmerer soll dann seine Fähigkeit vorführen, dass er imstande ist, das Material entsprechend so zu bearbeiten, wie es gewünscht ist, eben nach diesem Muster, sodass das Ergebnis eine entsprechende Qualität hat. Das, denke ich, ist sehr wichtig. Die zweite Methode, wenn es um ganz wertvolle Konstruktionen geht, da hängt es eben auch nicht nur von der Geschicklichkeit ab, da geht es dann manchmal um Elemente, die zur Verstärkung dienen, wenn die Funktion wesentlich beschädigt wurde. Und es geht darum, dass es auch, dass auch die Bearbeitung entsprechend gut und wie ein Original aussieht. Wenn die Elemente schon nicht mehr dienen können, dann, wenn sie wirklich ganz vernichtet sind, kann man natürlich nur noch einen kompletten Austausch vorschlagen. Ich zeige jetzt noch ein Beispiel einer Umsetzung,
aus der Gemeinde Orke. Hier wurde das Mansardendach dieses ehemaligen Vogthauses saniert, aber da war die, das Maß der Beschädigung so groß, dass also hier wurde das fotografiert und das, es ist teilweise ist schon das Holz brüchig gewesen. Da ist nichts anderes übrig geblieben, als eine komplexe Erneuerung durchzuführen von diesem Dachstuhl eben in Form eines Austausches. Das heißt, eine Replik der Ausführung, eine Kopie. Es wurden sämtliche Details auch erneuert, mit denen man eben in dieser Konstruktion gearbeitet hatte. Hier sehen Sie ein Bild der Erneuerungs-, der Sanierungsarbeiten. Man hat diese Mansardengesimse entsprechend nachgebaut, sehr viele Details. Und das Ergebnis hängt da natürlich dann auch von der Qualität der Arbeit des Zimmerers ab, der sich irgendwie damit zurechtkommen muss mit dieser Konstruktion. Und zugleich ist es auch notwendig, dass man sich dessen bewusst wird, dass uns hier eben solche Lösungen bei immer mehr Bauwerken erwarten. Das heißt, so wie die, so wie viele Dächer eben zum Ende der Nutzungszeit gelangen und irgendeine Form, die in einer Zeit entstanden ist, wo die Dächer eine bestimmte Funktion erfüllt haben, wie eben Lagerräume. Und es endet eben oft so eine Etappe und wir müssen dann in Zukunft damit fertig werden, dass im Rahmen von bautechnischen Untersuchungen eben die neuen Dächer dann eben auch eine neue Funktion bekommen und in diesem Ausmaß wird es eben neue Trends geben. Es wird das Volumen immer größer werden, denn die Dächer sind in einen Zustand gelangt, wo es keinen Weg zurück mehr gibt. Es hat nicht mehr die Qualität der einstigen Durchführung. Und auch die statische Eigenschaften, wenn die Nutzungszeit eben zu Ende geht. Was könnte ich noch erwähnen, was ich noch vielleicht betonen möchte in diesem Zusammenhang? Noch so ein Dachstuhl, den ich hier erwähnen will, das ist in Moravská Nová Ves, das ist ein Dachstuhl vom ehemaligen Rathaus, das durch den Tornado beschädigt wurde. Und im Juni ist das passiert. Und was interessant ist, dass in diesem Dachstuhl irgendwann in den 20er Jahren also etwa drei Wohnungen gemacht wurden. Und man hat nicht genau gewusst, was das für ein Dachstuhl ist. Und eben als der Tornado kam und die Dachdeckung komplett abgedeckt hatte und die Isolierung abgedeckt hatte, hat man festgestellt, dass drinnen ein Barockdachstuhl ist. Und das hat keiner in den letzten 25 Jahren gewusst. Und hier hat man beschlossen, dass man versucht, diesen Dachstuhl zu sanieren und dort einen Raum gestaltet, wo man das auch gut sehen kann. Das heißt, auch wenn die Beschädigung des Dachstuhls groß sein kann, in manchen Fällen sind die Konstruktionen so stabil, dass sie wirklich es wert sind, dass man überlegt, dass man sie weiterhin eben nutzt, beziehungsweise so eben saniert, dass sie so ausschauen wie einst.
Und das Ziel, was wir irgendwie verfolgen sollten bei der Herangehensweise, bei der Erneuerung, ist wohl, dass wir Eingriffe machen, die für eine lange Zeit, für Jahrzehnte zu sehen sein werden. Und das Ergebnis sollte so sein, dass wir uns dafür nicht schämen sollten. Und ich denke, in diesem Fall denke ich, wenn wir gezielt im Ersatzelemente Kopien verwenden, wo es eben unbedingt notwendig ist, ja, dann ist es gut, aber wir sollten uns vor allem die Details anschauen. Wir sollten imstande sein, die Arbeit entsprechend so zu präsentieren, in so einer Qualität, dass wir dann wirklich das auch gerne irgendwo weiter präsentieren. Und ich denke, das war jetzt von mir alles zu diesem Thema. Und wenn es dann Fragen gibt später, dann her damit. Ja, besten Dank für den letzten Beitrag des heutigen Tages. Natürlich öffnen wir hiermit den Spielraum für die Diskussion. Und ich möchte eine erste Frage stellen. Die Frage besteht darin, es ist keine leichte Frage, also was sehen Sie als die wichtige Rolle bei diesen Änderungen in den Erneuerungen? Und es hat sich ja das System geändert, der Gestaltung von den Dachstühlen. Es gab neue Materialien, neue Konstruktionen, die sich durchgesetzt haben. Die älteren, teureren Herangehensweisen sind in den Hintergrund geraten, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Und Ergebnis ist dann, dass man nur schwer Finanzmittel findet oder Eigentümer findet, die bereit wären, die Erneuerung mit den früheren Methoden durchzuführen. Und wir haben Beiträge gehört heute, die sich mit der Philosophie beschäftigt haben bei der Erneuerung. Wir haben einen Beitrag gehört zum Thema der Visualisierung und wir hörten auch etwas über die Popularisierung, Bewerbung bei der Informationen an die Jugend. Wir hörten etwas auch über das Bauwesen, das sich natürlich weiterentwickelt und Aufträge bei der Rekonstruktion von Denkmälern von Baufirmen genommen werden, wo es leider immer wieder der Preis ist, der entscheidet. Und daher bitte ich die Vortragenden um ihre persönliche Einschätzung dieser Problematik, dieses Prozesses, warum traditionelle Handwerke immer mehr verschwinden und ob es sinnvoll ist oder wie man es eben machen kann, dass man diese rettet. Melden Sie sich einfach zu Wort. Bitte. Ja, es ist eine komplizierte Frage, aber wie Sie bereits gesprochen haben, ist es mir eingefallen, wie ich hier die Ausstellung präsentiert habe über Tischlerei, Bautischlerkunst. So anders würde ich das sagen. Diese Frage ist sehr breit gestellt und es ist nicht einfach, das zu beantworten, komplex zu beantworten. Aber es geht immer um den einzelnen Bereich oder etwas anderes ist also Tischlerwesen und dann Zimmererwesen. Aber bei der Ausstellung einer der Ideen war, dass es nicht darum geht, ob das Handwerk, ob die Arbeit rein traditionell, manuell gemacht wird oder maschinell, aber das Ergebnis ist wichtig, das Verstehen ist wichtig. Es geht darum, dass Material gut verstanden wird, das Ergebnis und wie wir dazu kommen, das ist eher die Sache der Entwicklung der Technik und der Technologie des Handwerks und es ist nicht so wesentlich. So, ich denke, dass die Basis ist, ich muss wissen, was ich machen will, warum ich das machen will. Ich muss das verstehen. Ich muss den Gegenstand verstehen. Ich muss das Vorhaben verstehen, die Idee,
auf welche Art und Weise der damalige Handwerker das gemacht hat und ob ich das manuell mache oder ob ich also den Strom dazu auch verwende oder einige Geräte verwende. Ja, es ist natürlich ein bisschen Unterschied, aber es ist nicht so wichtig. Aber man kann das nicht ganz anwenden für alle Handwerker. Es gibt bestimmte Spezifiken überall. Aber zum Anfang der Diskussion, ja, das waren so meine Gedanken. Ja, ich bin damit einverstanden im Grunde genommen, weil genauso wie wir versuchen, in der Zimmerarbeit gibt es zwei Basiskreise, ja, die viel besprochen wird in der Fachdiskussion. Die erste Sache, das ist die Auswahl der Stoffe und die zweite Sache sind die Oberflächen, die Materialauswahl. Ich nehme an, dass dem mehr Bedeutung zugemessen wird, als das früher gedacht wurde, heutzutage, wie zum Beispiel die die Jahresringe betrachtet werden, die Abweichung der Jahresgänge und die Rundgiebigkeit des Holzes. Also, was ich weiß, früher wurde das verwendet, was zur Verfügung war. Und in vielen Fällen ja, beschäftigte man auch damals mit einer Auswahl, aber manchmal auch nicht. Und man musste darauf reagieren, was man hatte. Und das wurde dann eingebaut und das musste den Anforderungen der Konstruktion entsprechen. Typisch zum Beispiel für etwas wurde ganz Abfallholz, nur Abfallholz verwendet und das machte niemandem Sorgen. Was die Oberflächen betrifft, ich nehme an, wir versuchen ganz sinnlos einen Eindruck der Authentizität zu erwecken. Ich nehme an, dass jede Zeit bestimmte Spuren hinterlässt und die unsere Spuren, das ist die maschinelle Spur. Und wenn wir aussuchen sollten, dann ich würde sagen, dass die maschinelle Spur keine schlechte Spur hinterlässt, wenn das vernünftig gemacht wird, was noch nicht bedeutet, dass wir nicht dies manuell machen könnten, dass wir die aber es ist so kompliziert, die Technik, dass man das also nur bei Top-Objekten machen kann, zum Beispiel mit Hobeln zu arbeiten. Und das ist nicht bei jedem Objekt möglich, also die alte Technik, Hobeltechnik zu verwenden. Herr Kollege Perge aus Österreich hat er einige oder aus Deutschland hat er einige Anmerkungen dazu oder vielleicht Kollegen aus der Slowakei. Möchten Sie auch etwas dazu sagen? Ja, ich möchte, gerne meinen beiden Vorrednern beipflichten. Es scheint auch mir nicht so wichtig, ob man neuere Techniken, zum Beispiel eine Hobelmaschine verwendet oder ganz bei den alten Techniken bleibt. Das Verständnis des Materials und vor allem das Verständnis für regional typische Materialien, das scheint mir etwas ganz Wichtiges zu sein. Und dieses Verständnis ist natürlich etwas, was viele Dimensionen hat, nicht nur technische Dimensionen hat. Man muss sehen, so wie es in einem der Bilder auch gezeigt wurde, man muss sehen, dieses Holz ist nicht in einem idealen Zustand, auch wenn es von gutem Holz ummantelt ist. Und man muss aufmerksam sein und diese Form von Aufmerksamkeit erzeugt eigentlich dann wiederum neue Ideen und die Spur der heutigen Zeit darf durchaus drinnen sein. Nur der Respekt vor dem, was andere geleistet haben, sollte auch da sein. Ich glaube, diese Kombination könnte uns weiterführen und ich persönlich bin sehr zuversichtlich. Die Fotos, die wir heute Abend gesehen haben, zeigen doch viele interessierte Menschen. Und dieses Interesse ist oft auch ein bisschen ein hilfloses Interesse. Diesem Interesse kann man zuarbeiten. Und ich glaube, die Initiativen, die wir heute gesehen haben, arbeiten dem zu. Und
die Zeit spricht für diese neueren, feineren Zugänge. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ja by som to poňal tak zoširšia, že otázka bola, že... Ja, ich würde das im breiteren Maße sehen. Ja, und was die traditionelle Erneuerung betrifft, also Erneuerung von Denkmalobjekten, das ist nicht von der üblichen Bautätigkeit wegzudenken. Und das betrifft das Bauwesen in ganz Europa. Es ist ein großer Mangel an Handwerkern. Und das im ersten Sinne, weil meistens die Bauobjekte bei uns erfüllen, also das machen daran arbeiten verschiedene Kellner und Koche und verschiedene andere Berufe, weil die tatsächlichen Handwerker einfach nicht da sind. Und was die Bearbeitung des traditionellen Materials betrifft, man muss das immer im gesamten Kontext sehen, der Erneuerung. Ob das Denkmal authentisch erhalten ist, dann müssen wir es uns leisten, die Oberflächen so zu bearbeiten, dass wir das Erscheinen Bild nicht stören, dass die Besucher auch den richtigen Eindruck gewinnen. Aber wenn wir mit Weißholz arbeiten, hier machen wir auch Konstruktionen, Bauwerke, die vom Außen aus authentisch aussehen, aber im Inneren versuchen wir mindestens den ursprünglichen Verband zu erhalten, falls wir schon etwas sanieren müssen. Aber wie Hannes Weißenbach gesagt hat bei unseren Vorträgen, es gibt keine schlechten Materialien, nur schlechte Einsätze. So gilt das auch zum Beispiel bei der Vitrage. Ich muss nicht immer Glas zu verwenden. Also nicht immer, wenn wir nicht mit wertvollsten Denkmälern arbeiten oder bei dem Verputz. Ja, man muss auch mit Kompromissen einverstanden zu sein. Und vielleicht bringen die Kompromisse uns dazu, dass wir auch mehrere Handwerker finden, die imstande sind, an den Denkmälern zu arbeiten. Weil die Denkmäler, das sind immer nicht nur die wertvollsten Objekte. Bei uns in der Slowakei passierte zum Beispiel, dass die Kategorie der nationalen Kulturdenkmäler und Kulturdenkmäler vereinheitlicht wurde. Das heißt, bei uns im Register des Kulturfonds haben wir eine Infotafel über den Zweiten Weltkrieg und zugleich mit der gotischen Kathedrale. Und wir sollten das gleich behandeln. Und das ist nicht ganz normal. Ja, möchtest du etwas noch dazu sagen? Nein. Bedeutet es, dass die Denkmalpflege verbessert wird oder dass die Denkmalpflege, was die Kathedralen betrifft, schlechter wird? Ja, das ist unterschiedlich, je nachdem, wie man das betrachtet. Aber diese Infotafel aus 50er Jahren hat jetzt die Chance, Fördermittel zu gewinnen. Das ist doch absurd. Und diese administrative Kategorie, die determiniert oft solche Dinge, je nachdem, also wer das beurteilt, wer das ausführt. Was wir bereits am Anfang des Projektes gesehen haben, solche Problematik bei uns, erfolgten bestimmte Bemühungen, handwerkliche Lehrgänge für die Handwerker, die mit den Denkmälern arbeiten, abzuwickeln und auch was die Qualitätssteigerung betrifft. Und wie Herr Kollege Navratil gesagt hat, also die handwerkliche Arbeit nachzuweisen, das sollte eine der Bedingungen für die Ausschreibung sein. Aber wir haben Probleme, also von der legislativen Gesetzgebung her ist das nicht möglich, so etwas zu verlangen. Wenn man einen Fachhandwerker mit einem normalen Arbeiter vergleicht auf der Baustelle, also die Gesetzgebung rechnet mit solchem Unterschied nicht. Haben Sie sich auch damit beschäftigt, wie man von der Verwaltungsseite ein bestimmtes Niveau der Arbeiten sicherstellen kann.
Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber bei uns in der Slowakei in den letzten Jahren haben wir uns überhaupt damit beschäftigt, damit wir unter dem Lobbying-Druck unseres Kammers der Restauratoren, dass wir auch eine andere Kategorie schaffen als die Restaurierung selbst ist. Bei uns gibt es eine große Lobbylandschaft, auch unter dem Einfluss der politischen der Politiker, die wir hier haben. Also es ist ein großer Druck, die Denkmäler unter den Supervisor, unter den Restaurator zu bekommen, was nicht ganz normal ist, genauso bei einigen oder einige Lehrstühle, Departments der Architektur versuchen sie, einen Architekten als Denkmalerneuerungschef zu bestellen. Es gibt ein österreich-slowakisches Projekt mit dem Nationalen Slowakischen Trust. Vielleicht ist das Ihnen bekannt, dieses Projekt. Und dieser Trust arbeitet mit der Europäischen Zertifizierungsagentur und man versucht, einen bestimmten Beruf, Denkmalmanager zu erstellen. Es sollte ein zertifiziertes Amt sein und dieses Amt wäre für bestimmte oder für mehrere Berufe zuständig und würde als Bindungsmitglied für verschiedene Gruppen im Rahmen der Denkmalerneuerung tätig. Aber vor allem haben wir uns damit beschäftigt, wie wir in die Gesetzgebung Kunsthandwerk eintragen könnten. Das passierte mittels des Gesetzes über die Kunst. Das war irgendwie eine Vorschrift über die Kunstproduktion und ja, es war einfacher, das als eine Novelle des Gesetzes zu machen. Und derzeit weiß ich, dass das Denkmalamt in der Kooperation mit dem Kulturministerium eine Datenbank der Handwerker der Unternehmen zusammengestellt hat und die arbeiten in der Slowakei an den denkmalgeschützten Objekten und diese Liste sollte öffentlich werden in kurzer Zeit unter der Homepage des Kulturministeriums. Und das ist der erste Schritt. Bei uns in unserem Portal haben wir uns mit einer solchen Datenbank beschäftigt, aber von der Verwaltungsseite haben wir das nicht geschafft, das bis zum Ende zu bringen. Ich weiß nicht, dass zum Beispiel Ihr tschechisches Portal hat eine ähnliche Datenbank. Aber was die Zertifizierung betrifft, so weit sind wir noch nie gekommen. Das Einzige, was wir machen, dass die Absolventen und die Teilnehmer an unseren Lehrgängen so kleine Zertifikate bekommen. Na, ich habe das eher gedacht, ob das von Ihrer Sicht aus ein Weg sein könnte. Ja, das ist kein Problem der Gesetzgebung, wie man die richtigen Handwerker in die Ausschreibungen bringen könnte. Sicher nicht in allen Fachbereichen bei den Maurern. Ich weiß nicht, wie ich das dort prüfen könnte, aber das größte Problem ist, dass der Auftraggeber mutig sein muss. Er muss den Mut finden, den Mut haben, jemanden zu finden, der für ihn die Kriterien der Bewertung vernünftig einstellt, also Kriterien für die Bewertung der Musterarbeit und so, dass man imstande ist, das auch zu begründen. Und der Auftraggeber ist nicht oft imstande, das zu machen, weil diese Dokumentation zu der Erneuerung, diese Dokumentation ist meistens von keinen erfahrenen Menschen erarbeitet. Und das ist schon das Problem, überhaupt diese Qualität am Anfang hier schon einzufügen. Wenn das der Auftraggeber nicht selbst macht und nicht selbst weiß, dann ist das schwierig und das ist das Hauptproblem. Und dann spielt hier eine große Rolle, dass in den Ausschreibungen vor allem bei den Förderprojekten bestimmte Bedingungen sind. Das heißt, es muss
ganz offen sein. Niemand darf diskriminiert werden. Jeder muss die Möglichkeit haben, an der Ausschreibung teilzunehmen. Und dann ist es sehr schwierig, die Qualitätskriterien herzusuchen. Herr Architekt Massak, der hat hier schon ein Werk, er findet sehr unglücklich, wenn große Mengen von Förderprojekten zu viel Geld akkumuliert werden. Und dann werden alle wichtigen Denkmäler auf einmal gemacht. Und das führt dazu, dass die Leute mit guter Qualität nicht an allen Standorten zu derselben Zeit sein können. Und die wählen nur einen Auftrag und den Rest machen natürlich die anderen, die nicht solches Niveau erhalten. Und daran leiden die Denkmäler dann. Ich dolmetsche nur, was hier im letzten Monat gesagt wurde. Ja, das stimmt. Ja, natürlich, wenn die Aufsicht oder egal wer, wenn diese Aufsichtsperson so stark ist, dass man sich gut auskennt in diesem Handwerk, dann ist man imstande, den Handwerk methodisch zu führen, damit man zu dem gewünschten Ergebnis kommt. Aber es ist notwendig, man muss auch Verständnis davon zu haben. Es geht nicht nur darum, dass diese Aufsichtsperson nur Urheber, auch ein Autor einer bestimmten Dokumentation ist, aber er selbst muss sich in diesem Handwerk auskennen und dann kann er die Dinge über den Standard hinaus verlangen. Und es ist wichtig, dass von jedem Handwerk möglichst viel zu verlangen, auch wenn die Handwerker nicht ganz genau, ganz gut erfahren sind. Trotzdem kann man viel verlangen und jeder versucht, einen Schritt immer weiter zu kommen. So, gibt es Fragen im Publikum? Peter Morgenstein meldet sich um das Wort. Wir hören nichts. Eine Frage an Herrn Fabian oder an Herrn Hertschka, wenn Sie solche Erfahrungen mit der Herangehensweise haben. Sie wurden auch durch die englischen Schulen und Workshops inspiriert. Also wie ist das dort anders? Inwiefern, ob diese Ansätze, Einstellungen der Handwerker, Einstellung zu der Tradition, ist dort etwas anderes als bei uns in Europa, in Mitteleuropa, in Ungarn, Österreich, tschechischen Mittel, wie ich das nennen sollte. Ja, ich habe an dieser Sommerschule vom Prinz von Wales teilgenommen. Es waren zwei Gruppen. Wir waren sogenannte akademische Gruppe. Dieser Lehrgang war in der Dauer von 3 Wochen. Daneben war hier noch eine Gruppe von Handwerkern und die waren dort einige Monate und die haben den akademischen Teil mit uns gemeinsam gemacht, aber dann folgte ein praktischer Teil direkt im Zentrum im Süden von Schottland bei einem Schloss. Dort haben die Handwerker den gemeinsamen Teil gemacht und dann folgte noch Praktikum bei den Arbeitgebern, bei erfahrenen Unternehmen, die sich auf die handwerkliche Erneuerung der Denkmäler spezialisieren, Schlösser und das waren verschiedene Berufe. Und sie alle, das waren schon erwachsene Personen, aber im Alter, also von 20 bis 50 Jahre alt waren sie. Einige von ihnen arbeiteten zum Beispiel ja, 10, 20 Jahre lang als Versicherungsbeamte oder Versicherungsmitarbeiter und dann haben sie sich entschieden, eine handwerkliche Arbeit zu machen, weil sie auch Ergebnisse ihrer Arbeit sehen wollten. Und dort waren die Bedingungen, falls sie eine Berechtigung gewinnen wollen, damit sie dann selbstständig arbeiten könnten, dann mussten sie solche Kurse, Lehrgänge absolvieren. Und Prinz Charles, der unterstützt das sehr und er persönlich dann übergibt die Zertifikate, die Diplome. Und ich weiß, dass einer von den Teilnehmern, der ein Sohn der ukrainischen Flüchtlinge war, er ist Steinmetzer und heute arbeitet er an Top-Bauten wie Parlament oder Kathedrale in London.
Region und er gehört zu den besten Steinmetzern überhaupt. Und wie hat sich also dieses System entwickelt? Hat das Prinz Charles entwickelt oder von oben, vom Trust, auf Trust basiert? Na, das glaube ich nicht. Also Trust widmet sich eher der Verwaltung der historischen Gebäude und der Nutzung und der Erneuerung. Aber das ist eher eine Tradition der Innungen. Also eine Innungstradition wird dort eingehalten und dieses System, Ausbildungssystem im Rahmen der Stiftung von Prinz Charles hat sich begann sich damit zu beschäftigen. Das ist nicht die einzige Möglichkeit. Eine Anmerkung. Ja, die Anmerkung zu meinen Kollegen aus der Slowakei, das bezieht sich auf die erste Frage. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Projekt, aus dem sich diese Publikation ergibt, die ich hier gezeigt habe, die heißt die Sprache der Materialien und ein Teil war eben die Suche nach den Antworten auf Ihre Frage. Und das betraf diesen Bereich, die Suche nach dem soziologischen Hinterfeld bei den Handwerken, bei uns, bei den spezialisierten Handwerken. Und damit hat sich die Philosophische Fakultät der Karls-Universität beschäftigt. Die haben bestimmte Outputs erzielt, verschiedene Umfragen bei den Handwerkern wurden hier durchgeführt, bei den Kastellanen haben die auch nachgefragt. Also das möchte ich nur darauf hinweisen, dass solches Thema schon in den Sammelbüchern der Philosophischen Fakultät erarbeitet wurde und nächstes Jahr soll das Projekt schon zum Ende gebracht werden. Und jetzt die Frage an meine Kollegen aus der Slowakei, zu den Kursen, zu den Lehrgängen, was ich für interessant finde, dass das also fast gratis ist oder nur einen symbolischen Beitrag muss man zahlen und ist das irgendwie gefördert, also von der Stiftung des Prinzen Charles oder das Land muss das irgendwie fördern oder wie funktioniert das von der ökonomischen Seite? Ja, das kann ich beantworten. Ganz am Anfang haben wir gesagt, als wir also mit dem großen Kurs begonnen haben, mit diesem Kurs zum Thema Kalk, so sagten wir, in jedem Jahr möchten wir einen Lehrgang zu veranstalten. Wir möchten erfahren oder wir müssen zuerst feststellen, wie man das realisieren sollte, die Outputs, die Finanzgrenzen und dann in den nächsten Jahren würden wir das so veranstalten, damit das auch wirtschaftlich erträglich ist. Das waren unsere Bemühungen, aber das haben wir nicht geschafft und sämtliche Kurse finden mit der Unterstützung des Kulturministeriums Slowakei statt. Wir müssen immer also Fördermittel beantragen, zum oder so etwas, oder von den kleineren Stiftungen wird das unterstützt. Und hiermit, dass wir versuchen, bei diesen Schnupperkursen auch diese Kurse noch breiter zu veranstalten, auch dass wir möchten, dass wir diese Kurse auch der breiteren Öffentlichkeit anbieten könnten, nicht nur den Pädagogen und den Fachmitarbeitern. Und weil diese Schnupperkurse nicht so anspruchsvoll sind wie diese vollen Kurse, die einige Wochen dauern. Also das ist die Bemühung, dass wir mindestens einen Kurs von der wirtschaftlichen Seite gut konzipieren. Ich muss sagen, also nach 20 Jahren und nach meiner Tätigkeit auf dem Portal Erneuerung SK bin ich dazu gekommen, dass es notwendig ist, dass auch wenn diese Projekte No-Profit-Projekte sind, ist es wichtig, dass das mindestens selbstfinanzierend ist, weil immer liegt das dann an den Leadern. Also wenn die Leader des Projektes dann müde werden, dann wird auch das Projekt müde. Aber das möchte ich noch sagen, hiermit, dass wir zu zwei Personen in England an diesem Kurs teilnehmen konnten. Das war eine Initiative von einer Stiftung, mit denen wir bei verschiedenen Projekten zusammenarbeiten. Also das war so eine einmalige Förderung
Professor Hanus meldet sich um das Wort. Mikrofon prosím. Zum Mikro sprechen, bitte. Ich danke auch von meiner Seite, möchte ich einen großen Dank sagen für die interessanten Beiträge, für die sehr thematisierenden und breiten Beiträge. Hiermit, dass das gedolmetscht wird, werde ich Deutsch sprechen. Beiträge ganz herzlich bedanken, die alle inhaltlich ähnlich waren, also sozusagen thematisch verwandt waren, aber inhaltlich doch durchaus unterschiedliche Schwergewichte gelegt haben. Eine Frage, die sich mir stellt, ist diejenige, und das, die Frage stelle ich an alle Vortragende, inwieweit nebst der eigentlichen Vermittlung dieser Handwerkstechniken auch sozusagen die Dokumentation betrieben wird, beziehungsweise Forschung und Weiterentwicklung. Inwieweit sind auch bei den verschiedenen Vortragenden auch Aktivitäten in diese Richtung gängig und wie sind die gegebenenfalls zugänglich? Das wäre eine Frage, die mich durchgängig eigentlich bei allen interessieren würde. Myšlenové smyslu nějak. Wie meinen Sie das? In welchem Sinne? Also Sharing, also Mitteilung dieser Erkenntnisse oder ja, Verbreitung dieser Erkenntnisse? Jestli mohu zase začít. K tomu nikdo nemá, protože my jsme instituce, takže v našem případě je to spíše otázka prezentace těch, vlastně prezentace toho teoretického výzkumu, protože my nejsme praktická instituce, takže u nás vlastně je snaha to, k čemu se dopracujeme na základě analýzy nějakého dílčího tématu, teď například toho stavebního truhlářství, parketářství, stavebního zámečnictví, tak to prezentovat jednak formou výstav, které tady trvají 1 až 2 roky, a pak formou publikace, která tady přináší ty nové poznatky, které jsou potom nebo mohou být využitelné v té praxi. Teď například finalizujeme rozsáhlý katalog, který bude zahrnovat stavební kování, zámky a další příslušenství oken a dveří, který by právě měl být využitelný v té praxi, byť ne asi čistě řemeslné, ale spíše té průzkumářské, v tom studiu vlastně toho památkového přístupu nebo přístupu ke kulturnímu dědictví. Takže u nás jako v muzejní instituci je snaha naopak to všechno dokumentovat, shromažďovat a prezentovat, ale není to ta čistá prezentace a dokumentace toho stavebního postupu, protože to není ani nad tím naším záměrem nebo cílem. Ja, so zeptám hnedka, prosím, máte nějak... Frage gleich nochmals. Haben Sie ein langfristiges Ziel, womit Sie sich beschäftigen wollen bei dieser Publikationstätigkeit? Denn bei den zum Beispiel in dem Zimmererbereich oder Schlosserbereich, das ist ein Thema, mit dem ich mich intensiv befasst habe, auch aufgrund meines Hauses. Und ich habe festgestellt, dass es sehr schwierig ist, da Informationen zu finden, wie sich die Bau- und Wohnkultur verändert hat in den letzten 200 Jahren, was die Beleuchtung, Elektroinstallationen, Heizung etc. betrifft, eben auch Zimmererprodukte. Und wenn man heute etwas sanieren will, so sind die Elemente, die angeboten werden, die haben nichts gemeinsam mit den historischen Originalen. Das heißt, wenn ich das sehr teuer mache, aus Messing zum Beispiel, ist es authentisch, aber ich wollte dieses Thema schon fragen, inwieweit die neuen Technologien das wirklich auch ersetzen können und ob es gibt auch die philosophische Frage, ein Werkzeug, das ich verwende, das beeinflusst auch das Ergebnis. Also wenn ich etwas bearbeite, dann ist die Art
der Werkzeug, den ich verwende, auch führt auch zu einem anderen Ergebnis. Also mich würde interessieren, ob es da langfristigere Pläne gibt. Dieses Thema ist aufgetaucht und das nächste Mal ist vielleicht das Thema die Steinbearbeitung und irgendeine Systematik dahinter. Ja, eine Systematik gibt es nicht dahinter, aber der Plan ist, dass wir Schritt für Schritt die einzelnen Segmente abdecken im Baubereich und beim kulturellen Erbe, eben, dass wir das durch diese Studien abdecken. Das heißt zum Beispiel die Steinbearbeitung. Wir hatten ein Projekt vor etwa 5 Jahren. Da haben wir erst begonnen als Zentrum und das wurde institutionsübergreifend gemacht und da ging es eben um die unterschiedliche Bearbeitung, eben maschinell, händisch und verschiedene Steinarten. Es war in Zusammenarbeit mit dem Institut für angewandte Mechanik und Wissenschaften. Da hat man auch Labors eingebunden. Man hat da eben auch das Alter des Materials festgestellt. Wir haben auch einige Muster dazu in Blasse und ein weiteres Thema waren traditionelle Kalktechnologien, wo wir auch eben verschiedene Segmente untersucht haben. Da ging es nicht nur um Putze, wie ich das auch schon bei den Seminaren erwähnt habe, sondern da ging es auch eben um Kalkbrennen, Ressourcen von Kalk, Unterschiede zwischen den einzelnen Gesteinstypen und experimentelles Brennen. Und das wurde wieder mit dem Institut für experimentelle Mechanik zusammen gemacht. Die haben experimentelle Steinbrüche in Beron. Und diese Themen würden wir gerne weiter erweitern um weitere Segmente. Wir bereiten weitere Projekte vor. Parallel gibt es auch ein Projekt, das wir gemeinsam mit der Fakultät für Bauwesen der Technischen Universität machen. Für euren Bedarf des komplexen Untersuchens seitens des Investors wäre es wohl am besten geeignet. Das ist ein Projekt, nämlich das auf städtische Baukultur oder Bauweisen fokussiert ist, 19. bis 20. Jahrhundert. Das soll eben nicht nur die einzelnen Handwerke umfassen, sondern auch eben, wie das Haus als Ganzes funktioniert hatte, was die einzelnen Funktionen betrifft. Jetzt wird gerade die zweite Publikation fertiggestellt. Diese widmet sich bestimmten Segmenten der Zusammenhänge. Ich habe hier dazu ein Beispiel gleich. Das ist ein großes Format. Das ist ein großes Buch. Das ist der erste Band. Und nächstes Jahr wird es ein zweites Band geben, ein Sammelband quasi, ein Sammelkatalog zu einer Ausstellung auch, die bei uns eröffnet wird und auch dieses Thema behandeln wird. Das heißt, das ist nicht unbedingt jetzt ein langfristiger Plan, aber es ist, sind mehr so die einzelnen Möglichkeiten, eben die wir nutzen, sich an Projekten zu beteiligen. Meistens sind das eben Projekte im Programm NAKIT, wo wir eben Mittel schöpfen für das Herausgeben solcher Publikationen und wo wir dann eben die Arbeiten machen, die über den Rahmen der täglichen Tätigkeit gehen. Also wenn Sie die Tätigkeit des Zentrums weiter verfolgen, dann wird es wohl weitere Publikationen geben, die Sie dann auch gerne nutzen können. Ja, vielen Dank. Ich war beim ersten Workshop in Telch dabei, also da habe ich das auch schon verfolgt, ja. Vielleicht darf ich noch ergänzen, was die Publikationstätigkeit betrifft, von den Kursen, die schon stattgefunden haben im Rahmen des Zentrums, also seit dem Jahr 2016. Die Publikationen wurden dazu auch verfasst. Es wurden diese Filme gemacht, diese Videos, aber die Kurse, die 2002 bis 2010 stattgefunden haben, da gibt es wohl Publikationen, die kann ich jetzt in die Kamera halten. Das ist eine Publikation vom Kurs aus dem Jahr 2005, wo Kalktechnologien behandelt wurden bei der Denkmalerneuerung. 2006 war es die Fenster- und Türensanierung bei der Denkmalerneuerung. Dann eine Begleitpublikation noch dieses Werk. Das war die Untersuchung historischer Fenster und Türen in der Stadt Banská Štiavnica.
und vom letzten Kurs aus diesem Zyklus, das war 2010, das war eben mit Fokus auf Trockenmauern und Steinmauern. Also das war eben auch so eine Publikation. All diese Publikationen sind zweisprachig. Wir hatten immer auch ausländische Lektoren gehabt. Bei dieser Publikation hatten wir einen Briten. Davor hatten wir deutsche oder österreichische Fachleute. Und wenn wir einen tschechischen Vortragenden hatten, dann ist das Original in Tschechisch drinnen. Das heißt, wir brauchen keine Übersetzung. Ja. Ich sehe doch eine Frage wohl von Herrn Adamets. Das Mikrofon bitte noch. Ja, ich begrüße alle. Ich möchte an Herrn Pavel Kondera anschließen. Wir haben uns gesehen bei einem Workshop bezüglich Holzornamente. Ich habe das auch für Studierende in Zusammenhang auch mit Gips gemacht. Und das, was Sie erwähnt haben, dieses Projekt der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität, da habe ich zwar auch teilgenommen. Konkret war es die Stuckatur. Ich studiere die klassische Archäologie an der Karls-Universität. Aber das, was ich hier kurz erwähnen wollte, in meiner Dissertation erwähne ich einige Male und es haben sich auch einige Schulen an mich gewandt, dass es notwendig ist, eben diesen Bereich zu akkreditieren. Es soll an den Hochschulen akkreditiert werden. Man darf das nicht nur an Studierende der mittleren Schulen richten, sondern auch wirklich an Hochschulen. Und in diesem Zusammenhang habe ich einige Doktorandenstudien eingereicht, konkret an der Technischen Uni in Bratislava, an der Technischen Uni in Prag und so weiter. Auch an einer weiteren Schule in Tschechien und auch in Österreich. Aber es wurde überall abgelehnt. Und das Problem, denke ich, besteht darin, dass es eine schlechte Bewerbung gibt und eine administrationelle Durchsetzung dieses Themas an den Schulen. Darüber behandelt meine Dissertation und ich gratuliere zu euren Aktivitäten, aber man muss das wirklich in die Hochschulen bringen, in das Bildungssystem an den Hochschulen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob das eine Frage war, aber wenn es dazu noch vielleicht eine weitere Reaktion gibt seitens der Vortragenden, was diese will jemand sich dazu noch äußern? Also ich schätze die Erfahrungen aus England, die Sie hier präsentiert haben. Ich kenne diese Aktivitäten und es ist schön, dass Sie diese Aktivitäten machen. Ich werde mir das anschauen, was Sie da in der Slowakei gemacht haben, was Sie da beworben haben. Und es ist schön, dass Sie das für die Öffentlichkeit machen, denn bei den jungen Menschen, da wollte ich eben noch fragen, habt ihr auch Besuche von Studenten der Architektur oder sind viele dabei, viele Studierende, vor allem in Banská Štiavnica ist eine Zweigstelle der Architektur-Uni und da sind eben auch Studierende daher dabei von dieser Fakultät, auch von der Hochschule für Bildende Künste und auch von weiteren Bereichen von der Archäologie sind Studierende dabei oder Studierende der Kunstgeschichte, da hatten wir auch welche dabei bei der Sommerschule. An 2, 3 Sommerschulen haben wir auch archäologische Untersuchungen gemacht und die Funde hat man konserviert und es konnten Architekten, Historiker und eben auch Studierende einer lokalen Mittelschule eingebunden. Also sie konnten selbst auch viel lernen dabei, ja. Das ist sehr schön. Vielen Dank. Das ist ein sehr wichtiger, guter Schritt. Ja, das war soweit alles von mir. Dankeschön. So, man sieht die Hand wieder.
So, ich würde da gerne anknüpfen noch mit einer Frage, was die Kooperation mit den Schulen und Hochschulen betrifft. Es ist offensichtlich das Ziel oder das Bemühen, da diese Erkenntnisse nach vorne zu bringen, weiterzuentwickeln. Ich frage jetzt nach den Aktivitäten bezüglich Öffentlichkeit. Wie sehen ihr das? Denn es schaut fast so aus heutzutage, dass es quasi so ein Versuch ist, jemanden von den Toten zu erwecken, so wie klassischer Maurer, klassischer Zimmerer, das in der Konkurrenz der IT-Berufe etc., dass ihm das Interesse fehlt, obwohl man da recht gutes Geld verdienen kann. Daher wollte ich fragen, ob nicht jetzt auch die Rolle mehr darin besteht, da eben ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Oder ist es auf der Ebene dessen, dass man im Prinzip die bestehenden Handwerker eben nachschult oder weiterbildet? Wie sehen Sie das? Wie ist der Trend hier heutzutage? Ist es an der Zeit, eben Handwerker wieder mehr zu bewerben, oder ist es besser, das, was funktioniert, irgendwie weiter zu bilden? Oder vielleicht habe ich das schlecht formuliert. Ich sehe, dass Herr Perger was sagt, aber ich bitte, dass er das Mikrofon einschaltet. Ja, ich kann nur ganz kurz von unserer Erfahrung aus sprechen. Wir haben in den vergangenen 7 Jahren ein Publikum gehabt, das sehr gemischt war. Einerseits schon diese klassischen Handwerker, die eine Weiterbildung wollten, aber wir haben sehr interessante und sehr engagierte Quereinsteiger gehabt. Das sind Menschen zwischen, sagen wir, 25 und 50, die ein Abitur gemacht haben, oftmals auf Wunsch der Eltern ein Abitur gemacht haben und die irgendwann das Gefühl haben, sie möchten eigentlich etwas ganz anderes tun, als sie in ihrer ersten Ausbildung gehabt haben. Und vor allem, sie möchten etwas mit Händen tun und sie möchten ein Material spüren. Und die zeigen ein Interesse, das direkt nahe an die Dinge geht. Also kein beiläufiges Interesse, sondern ein Interesse, den Materialien auch wirklich nahe zu kommen und mit denen zu arbeiten, das ist hochinteressant. Und Ihre Frage ist natürlich sehr berechtigt. Man könnte das noch sehr viel stärker bewerben auch. Wir haben ein Problem der Bewertung. Das ist zwar in der Schweiz nicht so scharf, aber im deutschsprachigen Raum immer noch ein Problem, dass es entweder Akademiker gibt oder Handwerker. Die sind wechselseitig sehr oft nicht gut aufeinander zu sprechen. Und im Grunde genommen wären das Möglichkeiten, auf die eine Sache gemeinsam zuzugehen. Und der Punkt, der vorhin aufgetaucht ist mit der Forschung, die Frage von Christian Hanus, die Forschung ist methodisch in den Händen von Akademikern. Wenn wir das Handwerk kompetent beforschen wollen, dann müssen wir etwas verstehen von diesem Handwerk. Und da haben wir geteilte Gruppen. Und diese Kluft müssen wir überbrücken. Und ich sehe aber sehr, sehr gute Ansätze, die in diese Richtung gehen. Und vor allem die jungen Leute, die zu uns kommen, bestärken mich, dass hier tief eingefahrene Klüfte doch überwindbar sind. Das möchte ich dazu sagen. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass wir das realistisch so in den letzten 20 Jahren sehen, dass in unserem Projekt hat sich das so ergeben, dass das Interesse wächst an traditionellen Handwerken und Materialien. In den Anfängen waren die Erkenntnisse natürlich bei Null. Und wenn es keine fachlichen Publikationen gab und keine Kurse, wo die Leute hätten teilnehmen können,
heute ist es ja schon anders. Und eben, Sie haben das sehr gut beschrieben, dass die Renaissance des traditionellen Handwerks oder des üblichen Handwerks eben stattfindet. Und wir haben darauf reagiert, auch eben durch die Serie von Filmen. Und das Ganze war eben darauf abgestimmt, eben auf die Laien, auf die Anfänger. Und wenn man die Filme anschaut, dann verzeiht uns bitte in den Filmen diese Vereinfachung, diese vereinfachte Sprache, aber der Regisseur hat mir keine Wahl gegeben. Also wir haben da Material gedreht, einige Stunden, und dann wurden daraus 10 Minuten einfach verwendet oder auf 10 Minuten zusammengeschnitten. Aber aus der professionellen Sicht, was die Erneuerung der Denkmäler betrifft, möchte ich noch eines erwähnen. Einerseits gibt es die Begeisterten, die einfach das traditionelle Handwerk machen wollen, und sie kaufen zum Beispiel ein Haus und selbst reparieren sie es dann, sanieren es dann. Und das Zweite ist das reale Handwerk. Ich erkläre das auch den Leuten, die zu uns kommen, die sich bei uns bewerben. Es kommt mindestens einmal pro Monat jemand vom IT-Bereich und von dem Versicherungswesen, dass er genug davon hat, was er macht, und er will das Handwerk ausprobieren. Und sie kommen damit, dass sie gerne und schnell lernen. Sie schaffen das in einem Monat. Und wir erklären ihnen, dass, Vorsicht, ein Handwerk, das sind 10 Jahre intensives Trainieren, Üben, dass man wirklich so arbeiten kann, dass er das automatisiert macht, dass er das zwar tut, ohne darüber nachzudenken, und er schafft es blind. Es ist 90% Drill, harte Arbeit. Maurer, das ist natürlich das klassische Baugewerbe, und 10%, das ist der Überbau, was das Denkmalwesen betrifft, dass man wirklich so schöne Dinge macht. Denn man muss es offen sagen, die Denkmalobjekte, das ist eine Bautätigkeit, und dann gibt es quasi diesen Überbau. Und oft passiert es dann eben, wenn so ein Mensch eben probeweise bei uns beginnt, dass er dann sehr schnell drauf kommt, dass auch zum Beispiel in der kalten Jahreszeit in einer dreckigen Latzhose draußen zu arbeiten doch ganz anders ist, als im Büro zu arbeiten und einen Kaffee mit den Kollegen zu trinken. Also oft endet es dann schnell, und nur ein paar wenige halten durch. Und wie auch schon erwähnt wurde, die Anerkennung, die Bewertung ist ganz anders, leider immer noch. Auch wenn ich das den Kollegen jetzt gerade erzählt habe, es erwartet uns, dass wir permanent eben die Löhne steigern müssen, damit wir die Handwerker behalten können, die wir eben quasi uns ausbilden. Und es ist für sie manchmal einfacher, eine einfachere Arbeit zu tun, wo sie mit Maschinen arbeiten, aber besser bezahlt werden. Und daher ist es für uns wirklich die Aufgabe, dass wir auch die Preise heben müssen für unsere Tätigkeit. Denn momentan ist es noch so, dass wir nicht als sehr teurer sind als die klassischen Arbeiten, aber manchmal sind es so atypische Arbeiten, wo wir auch Prototypen machen, dort, wo andere ein Fenster entwirft, das an 40 Baustellen umgesetzt wurde, so machen wir ein Fenster aufgrund von Anforderungen des Architekten. Wir machen einen Prototyp für das eine Bauwerk. Zum Beispiel Martin Varga hat das in seinem Vortrag erwähnt. Er hat gesagt, dass es eine Fusion war von mehreren Inputs. Also wenn jemand einen Prototyp macht, kann man ihn nicht so bezahlen wie jemanden, der eine Serienproduktion macht. Entschuldigung, ich habe jetzt schon zu viel erzählt. Ja, vielen Dank dafür, kein Problem. Herr Navratil noch? Ich habe die folgende Erfahrung: wenn der Handwerker ausreichend gut ist, eine gute Qualität hat, gute Erfahrungen hat,
gute Basis hat, dann kann er relativ schnell viel Neues lernen zu seinem Handwerk. Und das ist vielleicht eine ähnliche Erfahrung, auch so wie beim Sprachenerlernen. Sobald man eine Sprache kann, ist es mit den nächsten Sprachen doch relativ leichter. Beim Handwerk funktioniert das ähnlich und es geht darum, dass man diese Denkweise erlernt des Handwerks, dieses Handwerkers. Das ist die Basis, auf der man dann bauen kann. Ja, ja, ganz bestimmt. Danke, danke für diese Anmerkung, Herr Dozent Havlisch. Ich wollte nur ganz kurz noch anknüpfen an den Vorredner. Die Erfahrungen aus den Kursen der verschiedenen Handwerke und der Praktika. Und ich wollte nur daran erinnern, eine Anmerkung gab es bei unserem Znaimer-Treffen mit unseren Freunden von den Denkmälern. Da habe ich eine einfache Sache gefragt, zum Beispiel das Bauen von Trockenmauern, die man oft in der Landschaft sieht und oft charakteristisch sind, als Trennlinien, zum Beispiel zwischen Grundstücken. Und die Antwort, als ich danach gefragt habe, da habe ich jemand aus Zimbel gefragt, die Antwort war, das kann man nicht anders lernen, als wenn man lange, lange, lange Zeit eben die Steine zusammenfügt und die lange Zeit entscheidet. Und eben diese lange Dauer, diese Zeit, ist manchmal eben noch viel wichtiger als eine technische Praxis. Die Zeit spielt oft eben eine wichtige, tragende Rolle. Denn praktisch haben das die Kollegen auch aus der Slowakei erwähnt. Da ging es um diese Broschüre auch zu diesen Trockenmauern. Ja. Ja, da haben wir uns geeinigt, auch bei der letzten Konferenz, dass manche Dinge eben man eben erst dann versteht, wenn man damit viel Zeit verbringt. Man kann das zwar erklären, aber man muss es dann wirklich selbst erleben und man muss auch wirklich die Zeit dem Ganzen geben. Ich würde nun gerne unser heutiges Treffen abschließen. Die Zeit ist um, aber es fällt mir noch ein, noch eine Ebene, und zwar Kulturerbe, immaterielles Kulturerbe im Sinne der Handwerkstradition. Wie sieht man das nicht nur als ein Mittel, wie man das Ergebnis erzielt, also Erneuerung eines Bauwerks oder Produktion eines Elements, sondern auch das Aufrechterhalten der alten Vorgehensweisen so als Kulturwert an sich, als immaterielles Kulturerbe? Wenn ich wieder anfangen darf, es ist wieder so eine Frage, vielleicht auch an uns als Institution, aber das kann natürlich jeder anders sehen, aber wir sind ja das Zentrum für Baukulturerbe und das habe ich auch schon einleitend gesagt in der Diskussion. Es geht vor allem um das Verständnis des Gegenstands des Handwerks bei der Denkmalerneuerung. Man muss verstehen, was das Ergebnis sein soll und welche Technologie man anwendet. Man muss die traditionellen Technologien verstehen, damit man die richtige wählt, die das Bauwerk oder den Gegenstand nicht beschädigt, den man eben erneuern will. Und zugleich ist es ja auch unser Ziel als Zentrum des Baukulturerbes, dass wir eben eine ganze Reihe von Herangehensweisen vorschlagen können, anbieten können, dass wir, da wir ja auch entsprechende Dokumentationen und Archive zur Verfügung haben und wir können ja das Handwerk eben darlegen, wie es sich über die Zeitepochen entwickelt hat. Wir stehen natürlich auch noch am Anfang, aber wir wollen das entsprechend dokumentieren, weil dieses Segment der Geschichte des kulturellen Erbes ist etwas, was vielleicht nicht immer direkt mit der derzeitigen Praxis zu tun hat, weil man es eben heute nicht mehr anwenden kann. Aber eben das ist die Ambition der Dokumentation, die wir machen. Und ich hatte noch eine Anmerkung vorhin.
es wurde vielleicht auch von Herrn Navratil erwähnt, er hatte es auch in seinem Referat gesagt, also zum Beispiel im Format Zimmerer, das ist ein gutes Beispiel, wo man eben von null wieder begonnen hat, wo man heute aber schon so weit vorangeschritten ist, dass man die Technologien gut untersuchen konnte. Sie basieren auf der traditionellen Bauweise und basieren auf den alten Vorgehensweisen, wo man eben sich die Abdrücke eben von einer Axt angesehen hat. Man hat sich angeschaut, wie man eben im Mittelalter gearbeitet hat. Das alles sind Dinge, die eben wichtig sind für die Rekonstruktionen und Erneuerungen auch in weiteren Bereichen. Und wir wären eben gerne ein Zentrum, das hier entsprechendes Know-how bietet und entsprechendes Wissen auch sammelt. Und wir stehen natürlich noch relativ am Anfang und wir haben noch nicht alle Outputs dazu, aber wir haben jetzt hier zumindest die Richtung aufzeigen wollen, in der wir gehen wollen. Und es ist eben ein wirklich spannendes Thema, dieses baukulturelles Erbe. Ich sehe keine weitere Wortmeldung abschließend, oder? In dem so ist, dann bedanke ich mich bei allen ganz herzlich für das heutige Treffen, für die spannende Diskussion. Ich bin sehr froh, dass wir das so toll noch vor Weihnachten geschafft haben. Und ich möchte alle für morgen einladen, für die morgige Veranstaltung, wo wir uns mit den Fragen der Vereine, der Gemeinschaften beschäftigen werden, die sich eben mit der Erneuerung befassen. Die Vereinigung Neratov in Orlitske Hore, da wird einen Beitrag haben über ein spannendes wirtschaftliches Modell verbunden mit sozialem Unternehmertum. Da geht es um die Lebensbedingungen für eine größere Gruppe von Menschen. Es wird Lukas Gruschik etwas beitragen über das Leben an Denkmälern. Das ist eine Initiative, die auch sehr spannend ist, auch etwas, was die Kollegen von der Slowakei erwähnt haben. Sie haben ja früher im Bauwesen ein Unternehmen gehabt und sie haben sämtliche Tätigkeiten eben selber ausprobiert und jetzt engagieren sie sich beim Betrieb von einigen Objekten und wir hören etwas von ihren Erfahrungen. Wir werden Peter Strasser hören. Da geht es um die öffentliche Meinung bei der Erneuerung von Denkmälern. Und letzter Beitrag wird sein, jetzt habe ich den Namen, glaube ich, vergessen, aus Österreich, vom Österreich Dorfmuseum, wo es um die Aufrechterhaltung von Traditionen geht. Also so viel die kurze Einladung für morgen. Ich danke nochmals allen für die Teilnahme und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Und danke natürlich auch an unsere Dolmetscher des heutigen Tages. Danke für die tolle Arbeit. Auf Wiedersehen.